Hallo und guten Morgen zu unserem Livestream im VHB-Kurs Mobile Apps für Android. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und wie jedes Mal zum Start sagen Sie doch auch einfach gerne Hallo, schreiben Sie was in den Chat rein und dann weiß ich, dass Sie da sind und wir können direkt loslegen mit dem, was wir heute vorhaben. Was haben wir heute vor? Wir beschäftigen uns heute mit dem nächsten Thema in unserem Kurs und zwar ganz konkret mit der Arbeit im Hintergrund. Wir versuchen vielleicht am Anfang kurz nochmal an dem Beispiel, was wir heute implementieren werden, uns anzuschauen, warum das eigentlich Sinn ergibt oder warum wir uns damit beschäftigen müssen. Und dann versuchen wir auch an einer kleinen Android-App, die wir wieder gemeinsam implementieren werden, Services und diese rudimentären Komponenten, die Java uns ohnehin für Hintergrundarbeiten zur Verfügung stellt, einzubauen oder zu verbauen, um eine Anwendung zu schaffen, die Mehrwert im Hintergrund generiert. Bevor wir damit loslegen, vielleicht ein paar kleine organisatorische Hinweise. Und ich habe auch ein kleines Quiz wieder vorbereitet. Erstmal zu den organisatorischen Hinweisen. Sie wissen ja, in diesem Kurs gibt es diese freiwilligen Übungen, an denen Sie teilnehmen. Es gibt eine Klausur, zu denen wir wahrscheinlich auch mal in nächster Zeit ein bisschen was sagen sollten, wie die so abläuft und vielleicht auch mal so eine kleine Testklausur für Sie vorbereiten sollten. Das machen wir dann auch alles. Und ganz am Ende gibt es die Projekte. Das heißt, so wirklich Feedback zu dem, wie Sie programmieren und was Sie vielleicht schon können und was nicht, das erhalten Sie eigentlich nur in den Übungen, wenn Sie Ihre Lösung dort vorstellen. Und um da Ihnen vielleicht nochmal eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, das auch an einem etwas umfangreicheren Beispiel auszuprobieren und von uns dann Feedback zu bekommen, haben wir diese Challenges oder diese freiwilligen Studienleistungen eingeführt. Und seit Anfang der Woche gibt es da auich die erste im Ilias-Kurs. Ich würde einfach vielleicht mal ganz kurz nur fragen, wer von Ihnen denn zumindest plant, sich das mal anzuschauen und da vielleicht auch eine Lösung zu implementieren. Ist auch nicht schlimm, wenn Sie das sagen, da haben Sie keine Zeit zu oder Sie möchten das nicht machen, aber so ein kleines Stimmungsbild wäre nicht schlecht. Also wenn Sie vielleicht einfach mal Ja oder Nein reinschreiben in den Chat, damit wir so ungefähr wissen, mit wie vielen wir da rechnen können. Sie können sich jederzeit, wenn Sie da irgendwelche Fragen zu haben zu dieser Challenge, natürlich auch im Discord melden. Wir helfen Ihnen da gerne. Und mein Tipp wäre, dass Sie zumindest mal versuchen, irgendwie eine Lösung zu implementieren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Vorbereitung auf die Projekte, weil Sie haben mit dieser Challenge und dann mit der nächsten, die wir vorbereiten, die Möglichkeit, im Kleinen das auszuprobieren, was Sie später im Großen dann im Abschlussprojekt machen. Und Sie kriegen von uns Feedback und sehen dann vielleicht gleich schon, was Sie eh schon sehr gut können oder wo Sie vielleicht sich noch ein paar Inhalte nochmal anschauen sollen. Also nochmal Werbung, machen Sie diese Challenge oder schauen Sie sich das zumindest an, fangen Sie ein bisschen an zu implementieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Sie Erfahrung gewinnen. Sie können da eigentlich keine Nachteile rausziehen. Es wird ja nicht bewertet und wenn Sie nichts abgeben, ist das auch nicht schlimm. Aber probieren Sie das doch auf jeden Fall mal aus. Vielleicht auch deshalb oder vor dem Hintergrund, dass wir jetzt uns ja so langsam der Mitte des Semesters, ich glaube, wenn Sie möchten, können wir Ihnen gerne Zugriff darauf geben. Es ist eh nur ein PDF, also vielleicht kann ja sogar irgendjemand von den Tutoren, falls irgendjemand da ist, mal den Link zu diesem PDF posten. Das müssten wir ja bestimmt irgendwie hinkriegen über irgendwelche C-File-Links oder so. Also wenn Sie mitmachen möchten, dann posten wir Ihnen das gerne im Discord. Warum das vielleicht wichtig ist, nur noch kurz der Hinweis, wir nähern uns zu der Hälfte vom Semester. Wir sind jetzt in der sechsten von, glaube ich, 14 Vorlesungswochen. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns, aber vielleicht ist das jetzt auch ein guter Moment, mal zu schauen, was habe ich denn schon gelernt und kann ich die Sachen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, denn auch selbstständig oder zumindest sehr selbstständig unter vielleicht Anleitung oder Hilfe von uns dann auch umsetzen, um so ein kleines Mini-Programmierprojekt zu erledigen. Was wir auch bis dahin gemacht haben, ist, oder was wir auch, ja,
Jetzt muss ich eine Überleitung finden zu dem, was ich jetzt machen möchte. Ich finde keine Überleitung, deshalb sage ich es einfach. Ich habe noch ein kleines Quiz vorbereitet für so die Inhalte der letzten beiden Wochen oder der letzten Woche und dieser Woche, um Ihnen auch jetzt hier nochmal die Möglichkeit zu geben, ein bisschen zu schauen, haben Sie sich ein paar Begriffe gemerkt, haben Sie sich ein paar Kernkomponenten gemerkt. Und ich würde einfach sagen, wir starten das mal. Das ist nichts Wildes. Ich glaube, sechs Fragen, ganz kurz und knapp. Und ich glaube, Sie sehen jetzt gleich wieder die Regeln, genau. Und wenn das Quiz soweit initialisiert ist, dann würde ich gleich die erste Frage starten. Und da können Sie sich nochmal anschauen, da können Sie schnell mal beantworten, wie denn diese Komponenten heißen, die wir in, glaube ich, jetzt in den letzten beiden Wochen immer eingesetzt haben, um die Datenstrukturen, die wir in unserem Code haben, mit UI-Elementen zu verbinden. Also die Idee ist immer, wir haben irgendwie so eine Verbindung zwischen der Datenschicht unserer Anwendung und dem User Interface, in dem dann der Zustand von dieser Datenschicht gerendert wird. Dafür haben wir eine ganz bestimmte Komponente immer eingesetzt. Warte ich hier noch auf einige Spieler, Spielerinnen und jetzt schauen wir uns die Antwort an. Ich glaube, da haben sich alle eindeutig gemerkt. Adapter ist diese Komponente. Provider gibt es auch. Das ist jetzt nicht so falsch. Aber in diesem speziellen Zusammenhang waren jetzt diese Adapterklassen gemeint, die dazu dienen, eine Datenstruktur, bei uns dann meistens so eine Arrayliste, so aufzubereiten, dass angeschlossene User Interface Elemente, zum Beispiel die List View oder auch der Recycler View, dann die Views bekommen, die einzelnen, um diese Inhalte darzustellen. Schauen wir uns mal das nächste an. Wir haben mit diesen List-Views hauptsächlich gearbeitet, aber zumindest in den Demos und zum Teil auch in den Vorlesungsfolien haben wir sie auch noch auf andere Sachen hingewiesen, die es vielleicht gibt, mit denen man so strukturierte Daten im User Interface anzeigen kann. Also quasi eine Alternative zum List-View, dann auch mit eigenen Adaptern und einem etwas anderen Verhalten, was das Generieren von den Views angeht. Und vielleicht haben Sie sich den Begriff ja tatsächlich auch gemerkt. Und auch da. Haben, glaube ich, die meisten sich diesen Begriff tatsächlich richtig gemerkt, nämlich den Recycler View. Ich habe es ja gerade auch gesagt, also vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein Priming-Effekt. Ich würde Ihnen auf jeden Fall mal vorschlagen, wenn wir in irgendeiner Übungsaufgabe so als Option Ihnen anbieten, das Ganze auch mit einem Recycler View zu implementieren, dann probieren Sie das mal aus. Es ist ein bisschen aufwendiger, weil es quasi eine Stufe mehr gibt, die man implementieren muss. Es gibt diese Viewholder, das heißt dieser Vorgang, wie die Views, die aus dem dann Recycler-Adapter an den Recycler-View weitergegeben werden, die werden ein bisschen komplizierter erstellt, aber das Ganze ist wesentlich flexibler und auch wenn in der Dokumentation das nicht so hundertprozentig drinsteht, das ist eigentlich das, was man wahrscheinlich verwenden sollte, wenn man strukturierte Daten im User Interface anzeigt. Dann haben wir uns jetzt in dieser Woche angefangen, mit Datenbanken zu beschäftigen. Nein, in der vorherigen Woche haben wir angefangen, uns mit Datenbanken zu beschäftigen, haben da ein bisschen Datenbanktheorie gemacht und haben auch gesehen, was denn Android für eine Technologie einsetzt, um lokal Datenbanken zu speichern. Und mal schauen, ob Sie da auch diese Begriffe sich richtig gemerkt haben. Es geht jetzt erstmal nur um die ganz grundsätzliche Datenbanktechnologie, die auf der Android-Plattform eingesetzt wird, wenn wir für unsere Anwendungen strukturiert Daten abspeichern möchten. Genau, SQLite ist die Datenbanktechnologie, die da eingesetzt wird. MySQL ist auch ein SQL-basiertes Datenbanksystem oder Datenbanksystem. Aber auf Android kommt eben SQLite zum Einsatz, was für uns vielleicht gewisse Vor- oder Nachteile hat. Weiß ich gar nicht, ob man das so sehen möchte. Funktionieren ein paar weniger Datentypen als in MySQL, aber zum Beispiel anders als in MySQL sind die Datenbanken einfach Dateien, die irgendwo liegen, was zum Beispiel dazu führt, dass wir die auch relativ leicht von dem Gerät herunterladen können und uns dann auf dem Desktop-Rechner anschauen können, was wir denn da eigentlich reingeschrieben haben.
Es wird natürlich mit SQL, mit MySQL auch gehen, aber vielleicht ein bisschen aufwendiger. Selbst das SQLite ist für uns manchmal ein bisschen zu kompliziert oder wir möchten uns damit nicht beschäftigen und deshalb gibt es so ein Framework, was die Arbeit mit solchen SQLite-Datenbanken abstrahiert und für uns wesentlich einfacher macht. Und das ist in der Regel auch das, was wir jetzt, aber auch in Zukunft immer einsetzen werden, wenn wir irgendwas mit Datenbanken lokal auf dem Android-Gerät machen. Vielleicht haben Sie sich da auch den Namen gemerkt, sehr oft genug in den ganzen Klassennamen etc. aufgetaucht. Genau, das ist die Room-Datenbank oder die Room-API, mit der wir den Datenbankzugriff abstrahieren können. Das heißt, wir entfernen uns immer mehr von den eigentlichen SQL-Anweisungen, vor allem was das Generieren von den Datenbanken angeht. Wir annotieren unsere Entitäten, die Datenobjekte, so dass Room selber Tabellen und Spalten mit entsprechenden Attributen anlegen kann. Und die Stelle, wo wir dann noch SQL tatsächlich schreiben müssen, ist die, in denen wir in dem Data Access Object, also dem Interface, das definiert, wie jetzt konkret bestimmte unserer Entitäten in der Datenbank behandelt werden sollen, dann für etwas komplexere Sachen, die über so Inserts oder Updates hinausgehen, dann doch nochmal die ein oder andere Query schreiben müssen. Aber Room abstrahiert alle anderen Sachen sehr stark von uns und längerfristig gesehen ist das dann einfach eine einfachere Möglichkeit, diese Datenbanktechnologie in Android zu nutzen. Dann haben wir jetzt heute begonnen oder gestern begonnen, uns mit nebenläufigen Programmierung zu beschäftigen. Vielleicht haben Sie ja schon Gelegenheit gehabt, sich ein bisschen mit den Unterrichtsmaterialien zu beschäftigen. Und es gibt seit Java 8 so eine Technologie oder eine API, die dieses Threading in Java nochmal ein bisschen leichter tatsächlich macht. Und vielleicht haben Sie ja sich schon aus den Folien den Namen gemerkt. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das liegt jetzt vielleicht daran, dass Sie noch nicht auf die Folien geschaut haben. Ich zeige Ihnen das hier heute auch zum Teil nochmal. Diese Concurrency API, das ist der Teilbereich der Java-Laufzeitumgebung oder der Systembibliotheken, die Java mitliefert, mit denen wir das, was wir eigentlich schon immer in Java machen können, nämlich irgendwie Threads erstellen und auf denen Aufgaben ausführen, auf eine etwas wieder einfachere Art und Weise, was dieses ganze Administrative angeht, handeln können. Aber keine Sorge, das schauen wir uns nochmal an, aber merken Sie sich vielleicht diesen Namen Concurrency API. Das ist der Kernbereich von Java, mit dem wir nebenläufig spätestens seit Java 8 eben programmieren. Und warum taucht hier sowas auf? Weil das für diese Basics, was die nebenläufige Programmierung angeht, in Android auch das Mittel der Wahl ist. Also Android basiert ja auf oder Android beinhaltet eine Java-Laufzeitumgebung. Wir programmieren ja auch in Java und deshalb können wir diese Sachen auch nutzen, sollten die auch nutzen und neben dann solchen Sachen wie Services, die nochmal einen anderen Teilbereich von dieser Nebenläufigkeit in Android abdecken, sind dann die Inhalte von dieser API das, was wir eigentlich brauchen, wenn wir, auch wenn das in der Praxis vielleicht nicht so dann ablaufen wird, zwei Dinge gleichzeitig machen wollen in unserer Anwendung. Oder was in Android wesentlich häufiger ist, einfach unseren Vordergrund-Thread nicht blockieren wollen. Ich glaube, eine Frage gibt es noch. Die ich jetzt aber schon indirekt beantwortet habe und die Sie, wenn Sie die Folien sich noch nicht angeschaut haben, wahrscheinlich auch nur raten könnten, weil vielleicht die Namen so ein bisschen darauf hinweisen. So Threading-Sachen sind die Basics in Java, aber es gibt eben auch Komponenten in Android, die quasi ein Level höher da sind und die insgesamt einfach erstmal längere Hintergrundoperationen abbilden. Also da geht es gar nicht darum, dass das dann wirklich in einem anderen Thread durchgeführt wird, sondern da geht es nur darum, dass wir eine Komponente haben, die quasi diese Aufgabe repräsentiert, die im Hintergrund zu unserem eigentlichen User Interface durchgeführt wird. Und jetzt haben Sie vielleicht gut aufgepasst, was ich vorher so beiläufig erwähnt habe. Genau, Services ist das Wort, was wir brauchen. Und so einen Service werden wir heute auch dann
hier in dieser Übung implementieren. Dann schauen wir uns noch schnell die Ergebnisse an. Und wir haben einen Sieger, diesmal wieder einen namenlosen Sieger. Ich weiß nicht, helfen Sie mir, mich zu erinnern, aber hier unser zweitplatzierter Black Honey war, glaube ich, letztes Mal auch relativ weit oben, oder? Kann das sein? Vielleicht mache ich mal übers Wochenende ein kleines Ranking der letzten drei Quizzes und dann haben wir da auch so einen kleinen Zwischenstand. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch an Contestant 2. Können Sie auch noch kurz im Chat klatschen, wenn Sie machen möchten. Und das soll es jetzt aber auch erstmal von dem Quiz gewesen sein. Und wir starten mit der eigentlichen Implementierung. Ich nutze die Zeit, um ganz kurz was zu trinken. So, was habe ich heute mit Ihnen vor? Wenn wir uns über Nebenläufigkeit, wenn wir über Nebenläufigkeit reden im Kontext von der Computerprogrammierung, dann heißt das, wir wollen zwei Dinge gleichzeitig machen. Bevor ich jetzt irgendwie lang aushole zu einer Beschreibung, warum wir das alles machen, vielleicht ganz kurz die Frage an Sie. Haben Sie sich diese Folien von gestern schon mal angeschaut oder zumindest angefangen, die mal in den Blick zu nehmen? Sagen Sie mir mal kurz Bescheid, ja, nein, im Chat. Noch nicht. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Probieren wir mal aus, zuerst zu verstehen, was eigentlich das Problem ist. Sie können, wenn Sie auf einem Computer arbeiten und wenn ein Computerprogramm ausgeführt wird, erstmal davon ausgehen, dass Sie immer nur eine Anweisung gleichzeitig ausführen können. Das ist auch in Java so und das ist auch in Android so. Das heißt, wenn Sie eine Methode in Ihrem Programm starten, also das ist unsere Methode, ich glaube, Sie sehen jetzt wieder mein wunderbares Whiteboard. Sie müssen mir übrigens mal irgendwann vielleicht sagen, ob meine Zeichnungen hier eher störend als hilfreich sind. Ich bin so fasziniert von diesem Gerät, dass ich das gar nicht reflektieren kann. Aber ich hoffe mal, es hilft ein bisschen. Mir hilft es zumindest, Ihnen zu visualisieren, was ich Ihnen sagen möchte. Und vielleicht hilft es Ihnen ja auch. Aber ich übe mich noch an dieser wunderbaren neuen Technologie. Zurück. Wir haben eine Methode, die wird ausgeführt. Und dann haben wir die nächste Methode, die ausgeführt wird. Und die zweite Methode kann erst begonnen werden, wenn die erste komplett ausgeführt wird. Also das ist einfach ein Standardprinzip in der Art und Weise, wie wir programmieren. Wir haben irgendwie so einen zeitlichen Verlauf innerhalb unseres Programms. Das hier startet unser Programm und da wird das irgendwann terminiert und dazwischen rufen wir Methoden auf. Und wenn in dieser Methode irgendwas Kompliziertes passiert, also vielleicht ruft diese Methode selber wieder eine andere Methode auf und die ruft wieder eine andere Methode auf und da drin passiert dann irgendwie eine ganz komplizierte Berechnung, dann kann diese zweite Methode, die da darauf wartet, aufgerufen zu werden, erst starten, wenn dieser komplette Stack, den die erste Methode absolvieren möchte, erledigt ist. Das heißt, wenn Sie irgendetwas haben in Ihrem Quellcode, was lange dauert, dann blockiert das, wenn Sie so möchten, den weiteren Ablauf Ihres Programms. Das ist erstmal kein so großes Problem, weil unsere Computerprogramme bis jetzt eigentlich immer so abgelaufen sind, dass wir warten müssen, bis die vorherige Anweisung erledigt ist, weil die aufeinander aufbauen. Also es ist zwar blöd, wenn irgendwie ein Computerprogramm dann sehr lange dauert, irgendwas Ressourcenintensives macht, aber das war bis jetzt noch kein Problem. In Android wird das jetzt für uns ein Problem. Warum wird das ein Problem? Diesen Ablauf eines Programms oder den Ort, an dem ein Programm diese Anweisung sequenziell ausführen kann, den nennt man auch Thread. Das ist also so eine Art Faden durch Ihr Programm und das Betriebssystem oder jetzt in unserem Fall die Java-Laufzeitumgebung stellt uns einen solchen Faden zur Verfügung.
Und innerhalb dieses Fadens können wir Anweisungen in unserem Programm durchführen. Wir haben aber nur einen von diesen Fäden. Das heißt, wenn da einmal was drin passiert, dann kann nicht eine nächste Aktion ausgeführt werden, bevor diese Aktion innerhalb des Threads nicht komplett erledigt worden ist. Warum ist das ein Problem? Das ist deshalb ein Problem, weil wir in Android in diesem Thread nicht nur unsere Anweisungen durchführen möchten oder müssen, sondern weil in diesem Thread, den wir in Android für unsere Anwendung haben, auch alles das gehandelt wird, was mit dem User Interface zu tun hat. Also wie kann man sich das vorstellen? Die Android-Plattform, die startet ihre App. Und diese App hat jetzt einen solchen Thread. Und in diesem Thread machen wir alles, was wir in unserer Anwendung machen möchten. Wir initialisieren vielleicht das User Interface, danach initialisieren wir unsere Datenbank, dann warten wir darauf, dass vielleicht irgendwo draufgeklickt wird. Und wenn auf einen Button geklickt wird, fragen wir in der Datenbank nach irgendwelchen Daten und zeigen die dann vielleicht im User Interface an. Also so eine ganz einfache Sequenz von Dingen, die innerhalb unseres Programms passiert. Wenn wir gerade an dieser Stelle sind, dann ist dieser Thread so lange blockiert, bis diese Aufgabe erledigt ist. Und wenn das jetzt irgendwas Zeitintensives ist, zum Beispiel eine Abfrage in der Datenbank, dann dauert das nicht vielleicht nur eine Millisekunde, sondern das kann vielleicht ewig lange dauern, bis diese Aufgabe tatsächlich erledigt ist. Und in dieser Zeit kann nichts anderes in Ihrer Anwendung passieren. Das heißt, wenn in dieser Zeit ein weiteres Eingabeereignis auftreten würde, weil die Nutzer oder Nutzerin zum Beispiel auf den zweiten Button geklickt haben, dann kann ihre Anwendung nicht darauf reagieren, weil dieser eine Thread, den sie zur Verfügung haben, im Moment von einer anderen Operation blockiert wird. Und das ist was Android extrem aufstößt, bitter. Oder das ist etwas, auf das die Android-Plattform sehr, sehr kritisch reagiert. Sobald Android merkt, dass irgendwas in ihrer Anwendung passiert, was verhindert, dass die Nutzer und Nutzerinnen mit dem User Interface ihre Anwendung interagieren können, wird ihre Anwendung noch nicht beendet, aber Android blendet so einen Dialog ein. Da steht dann drin, möchten Sie oder Ihre App reagiert nicht mehr. Und es gibt so einen extra Button. Ich weiß gar nicht, was draufsteht. Beenden wahrscheinlich im Deutschen. Und da haben die Nutzer und Nutzerinnen die Möglichkeit, diese App, die gerade nicht mehr reagiert, zu beenden. Das heißt, wenn sie es irgendwie schaffen, diesen einen Thread, den Android ihnen zur Verfügung stellt am Anfang, zu blockieren und dort irgendwas auszuführen, was relativ lange dauert, dann wird Android ihren Nutzern und Nutzerinnen sagen, möchtest du die App nicht lieber beenden, weil die reagiert ja nicht mehr auf deine Eingaben. Und das ist was sie auf jeden Fall verhindern möchten, weil an der Stelle die Nutzer und Nutzerinnen aus der Verwendung ihrer App ausbrechen, was blöd für sie ist, weil dann wird ihre App nicht mehr benutzt und was wahrscheinlich auch blöd für die Nutzer und Nutzerinnen ist, weil die wollen ja ihre App benutzen und irgendein Mehrwert kann im Moment nicht generiert werden. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, zu verhindern, dass dieser Hauptthread, in dem auf die User-Interface-Elemente oder auf die User-Interface-Ereignisse reagiert wird, dass der blockiert wird. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Sie als Programmierer und Programmiererin in Android haben. Und wie machen Sie das? Sie machen das, indem Sie neben diesem Hauptthread, den nennt man auch UI-Thread oder Main Thread, weitere Threads, weitere Fäden erstellen. Das heißt, wenn Sie wissen, ich habe hier irgendeine Aufgabe, von der weiß ich, dass die länger dauert, also vielleicht sowas wie eine Datenbank-Query, dann führen Sie die nicht in diesem Hauptthread aus, sondern dann machen Sie sich einen zweiten Thread auf, der unabhängig von dem ersten ist und diese Datenbank-Query, die wandert dann, ich bin begeistert von dem Whiteboard, die wandert dann in diesen zweiten Thread und kann dort erledigt werden oder absolviert werden, ohne dass der UI-Thread davon blockiert wird. Das heißt, wir lagern Dinge, die
so lange dauern, dass sie dazu führen würden, dass unsere App nicht mehr reagieren kann, weil dieser erste Thread blockiert wird von dieser längeren Aktion in einen zweiten Thread aus. Und diese Threads sind eben einfach isolierte Bereiche innerhalb ihrer Anwendung, die Anweisungen ganz allgemein ausführen können. Und davon können sie theoretisch beliebig viele haben, können also beliebig viele Dinge parallelisieren. Parallelisieren, das sage ich jetzt nur einmal ganz kurz, es stimmt nicht so hundertprozentig, weil je nach System es nicht so ist, dass wenn sie jetzt hier drei Threads haben, machen wir mal noch einen dahin, noch einen Thread hin, dass die wirklich parallel arbeiten. Also das kann sein, dass ihr Betriebssystem oder ihr Computer oder ihr Smartphone so viele Ressourcen bereitstellt, dass innerhalb dieser Threads wirklich parallel gearbeitet wird. In der Regel ist es aber so, dass irgendwo das Betriebssystem oder in unserem Fall wäre es die Java Runtime, diesen Threads immer Zeit auf der CPU gibt. Das heißt, der erste Thread darf irgendwie eine Sekunde arbeiten, dann wird der pausiert, dann darf der zweite Thread eine Sekunde arbeiten. Das heißt, da kümmert sich irgendjemand um dieses Scheduling, um dieses Zuweisen zu Ressourcen für die Anweisungen und auch zu den Anweisungen, die gerade ausgeführt werden. Das ist aber was zumindest wenn wir jetzt in Android arbeiten, uns so halbwegs egal sein kann, weil wir da eh relativ wenig Einfluss drauf haben, wie das gesteuert wird. Aber wir haben die Möglichkeit, komplizierte Vorgänge, die unseren UI-Thread blockieren würden, dann entsprechend auszulagern in eigene Threads und dort zu erledigen. Und wenn wir dann das Ergebnis haben, dann versuchen wir irgendwie, das wieder in den Hauptthread zurückzuholen, um da dann zum Beispiel vielleicht irgendwelche Inhalte im UI wieder anzuzeigen. Aber die grundsätzliche Idee ist, diesen einen Thread, diesen einen Faden, den wir haben, um Anweisungen auszuführen, in dem alles passiert, was wir in unserer Anwendung machen, den dürfen wir nicht blockieren. Und wenn wir den durch eine längere Operation möglicherweise in Gefahr bringen oder dessen Reaktionsfähigkeit in Gefahr bringen, dann lagern wir das aus in einen zweiten Thread oder einen dritten Thread oder einen vierten Thread, führen dort unsere Operation unabhängig von diesem Main Thread aus und dann können wir das Ergebnis wieder zurückgeben. Ich zeige Ihnen mal das Beispiel, was wir heute implementieren mehr werden und vielleicht wird da auch ein bisschen klarer, warum wir das eigentlich machen müssen. Also ich habe diese App hier vorbereitet für Sie, die wollen wir implementieren. Die ist unfassbar sinnbefreit, also es ist eins von den Beispielen, wo wir nicht wirklich Mehrwert generieren für irgendwelche Nutzer und Nutzerinnen, sondern einfach nur ein Prinzip demonstrieren. Also ich habe irgendwie ein Beispiel gesucht, mit dem man Hintergrundarbeit gut erklären kann. Sie machen in der Übungsaufgabe schon so einen Ecktimer. Viele Dinge, die man eigentlich im Hintergrund machen möchte, haben wir entweder schon gemacht, mit den Datenbanken auf den Vorlesungsfolien, oder können wir noch nicht machen, weil wir keine Netzwerkkommunikation haben, also irgendwelches Zeugs im Hintergrund runterladen, geht jetzt erst ab nächster Woche. Deshalb macht diese App Folgendes. Wenn die Nutzer und Nutzerinnen auf eins dieser Quadrate klicken, dann wird ein solches Pixelbild erstellt. Das ist also Noise einfach, zweidimensionales Bild und es wird zufällig bestimmt, ob einer der Pixel ausgemalt wird oder nicht. Und wenn dieses Bild fertig ist, wird das Ganze als Hintergrund auf dieses Quadrat gesetzt. Also wir wollen in dieser App Pixelbilder erstellen, Pixel Noise erstellen. Wir haben auch hier so ein paar Parameter. Wollen wir die farbig gestalten? Wie dicht soll diese Pixelmatrix sein? Beliebige Parameter. Man könnte auch irgendwas anderes nehmen. Der Hintergedanke ist nur, es wird diese Pixelgrafik hier erstellt und später wieder in das User Interface eingetragen. Das heißt, wir haben hier so ein Bild. Wenn ich da draufklicke, möchte ich ein neues Hintergrundbild oder ein neues Bild haben, was an der Stelle angezeigt wird und das generiere ich. Ich generiere ein Bitmap, ein zweidimensionales, mit diesem Pixel-Noise. Und das kann theoretisch lange dauern. Das wird nicht lange dauern, also irgendwie so eine kleine Pixel-Grafik zu randomisiert zu berechnen, ist
selbst wenn ich den Algorithmus schreibe, für irgendwie Android kein so großes Problem oder für ihr Smartphone kein so großes Problem. Also das wird in wenigen Millisekunden, wenn nicht sogar schneller, erledigt sein. Aber es symbolisiert eine Art von Aufgaben, die möglicherweise länger dauern können. Also es könnte länger dauern, dieses Bitmap zu generieren. Generell wird auch empfohlen, immer wenn Sie mit Grafiken arbeiten, die irgendwie generiert oder geladen werden, das nicht im UI-Thread zu machen, weil eben die Chance besteht, dass das aus welchen Gründen auch immer relativ lange dauert. Das heißt, diese Berechnung von diesem Zufallsbild, die möchte ich auslagern in den Hintergrund. Das ist die Idee von dieser App. Benutzer können hier parametrisieren, was sie gerne für ein Bild haben wollten als nächstes, mit der Pixeldichte und ob das Ganze farbig sein soll. Dann klicken die Leute auf eins dieser Bilder hin. Im Hintergrund erstellen wir uns so ein zufälliges Bitmap. Das heißt, wir legen irgendwie eine Rastergrafik an und dann füllen wir zufällig manche von den Pixeln aus in Abhängigkeit von den Parametern. Und wenn das fertig ist, schicken wir das zurück an den UI-Thread und ersetzen an der Stelle, wo wir hingeklickt haben, dieses lilane oder blaue Quadrat mit dem, was wir aus dem Hintergrund, aus dem Service zurückbekommen haben. Auch wenn das jetzt so ein weit hergeholtes Beispiel ist, können Sie so ein bisschen nachvollziehen, warum man sowas jetzt zusammen mit dieser Erklärung, dass wir den UI-Thread auf keinen Fall blockieren möchten, in den Hintergrund auslagern möchte. Geben Sie einfach mal kurz ja, nein Bescheid, ob das halbwegs nachvollziehbar war, warum wir das machen möchten. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt dass die Repräsentation für die Mehrheit ist, die Leute, die sich jetzt äußern. Und dann versuchen wir das jetzt mal zu implementieren. Bevor wir jetzt irgendwie drauf loscoden, können wir uns mal ganz kurz überlegen, was wir eigentlich machen möchten. Also, ich möchte Folgendes mit Ihnen implementieren. Ich möchte einen Service implementieren, also eine Komponente, die irgendeine Funktionalität in meiner Anwendung repräsentiert, die nicht direkt an das User Interface gebunden ist und die theoretisch im Hintergrund ausgeführt wird. Kurzer Hinweis, Services repräsentieren wirklich nur diese Idee, dass irgendeine Funktionalität eben nicht mit dem User Interface interagiert, sondern innerhalb ihrer Anwendung losgelöst davon bereitgestellt wird. Services finden nicht automatisch im Hintergrund statt. Da müssen wir dann noch, das werden Sie gleich sehen, über zum Beispiel sowas wie diese Concurrency-API dafür sorgen, dass die eigentliche Aktion, die der Service anbietet, dann auch wirklich sauber in einem neuen Thread ausgeführt wird. Aber erstmal möchte ich einen Service implementieren, sowas wie einen Generator-Service, der als Komponente meiner Anwendung diese Pixelbilder generiert. Also, was macht der? Ich versuche mal ein bisschen ordentlicher zu schreiben, dass Sie es auch lesen können. Generiert Bitmaps. Das ist unser Service. Das ist die Stelle in unserer App, an der die eigentliche Generierung passiert. Der macht das, indem er eine Generierung dieser Bitmaps in einem zweiten Thread auslöst bzw. ausführt. Das heißt, dieser Generator-Service ist die Stelle, mit der unsere anderen Komponenten der Anwendung sprechen und die diesen Service um ein neues Pixel-Bitmap bieten. Der eigentliche Ort, an dem diese nebenläufige Aktion, nämlich das Generieren von dieser Pixelmatrix und das Erstellen von dem Bitmap passiert, ist dann der Generator Task. Das ist die Klasse innerhalb unserer Anwendung, in der wir das eigentliche Generieren des Bildes, also
Pixel-Matrix erstellen, drüber iterieren, sich per Zufallsgenerator vielleicht irgendwie überlegen, muss ich den Pixel einfärben oder nicht, wo das tatsächlich dann passiert. Und das haben Sie jetzt noch nicht aus den Folien rausgelesen, aber das ist so ein Runnable. Und ein Runnable repräsentiert, ist ein Interface in Java, irgendeine Aktion, irgendeine Klasse, die in einem anderen Thread ausgeführt werden soll. Also hier kommt dann das rein, was am Ende diese Pixelgrafik erstellt. Und wir designen das als eine Aktion, die in einem anderen Thread ausgeführt werden kann. Und was der Generator-Service dann macht, ist, der erstellt einen neuen Thread und führt in diesem Thread diesen Task aus. Also das ist die Idee. Der Service steht irgendwo für sich und ermöglicht es anderen Leuten, ein Bitmap zu generieren. Das Generieren dieser Bitmaps bilden wir erstmal in so einem Task ab. Der Task selber ist ein Runnable, das heißt, wir kennzeichnen diese Klasse als eine Komponente, die in Java in einem Thread ausgeführt werden kann. Und der Generator Service, wenn er dann darum gefragt wird, ein neues Bitmap zu generieren, erstellt einen neuen Thread oder sorgt dafür, dass ein Thread existiert und führt in diesem parallelen Thread, der jetzt nichts mit dem UI zu tun hat, den Task durch. Was ich dann auch noch machen möchte, ist, ich möchte irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass die Stellen, die mit dem Generator Service sprechen, genauer bestimmen können, was sie für ein Bild haben möchten. Wenn Sie nochmal in das User Interface reinschauen, dann sehen Sie, dass wir hier so zwei oder drei Eigenschaften haben. Da steht irgendwie sowas wie Use Delay. Das ist so eine Debugging-Option. Damit sorgen wir dafür, dass dieser Bitmap-Prozess ein bisschen, Generierungsprozess ein bisschen länger dauert, damit wir überhaupt nachvollziehen können, warum Nebenläufigkeit eine coole Idee ist. Wir haben diesen Color Mode, der sorgt dafür, dass wir entweder so Schwarz-Weiß-Bilder oder eine Zufallsfarbe verwenden. Und diese Pixel-Density-Skalierung, die gibt an, ob wir ganz viele Pixel haben wollen, dann wäre der Regler ganz weit rechts, oder ob wir eher weiße Flächen haben möchten, also freie Flächen, dann wäre der Regler ganz links. Und das sind so Parameter, die für jedes Bitmap, das generiert werden soll, neu bestimmt werden. Und um das innerhalb meines Software-Designs abzubilden, werde ich eine dritte Klasse implementieren. Und das ist der Generator Request. Und der sammelt die Parameter, die notwendig sind, um so einen Generator-Task zu laufen zu lassen. Also alle Informationen, die der Task braucht, um dieses Bitmap zu generieren, stecken in diesem Generator-Request. Und was dann zum Beispiel unsere Activity macht, ist, die erstellt einen solchen Request und schickt den dann an den Service. Also unsere Activity sagt, ich hätte gerne so ein Bitmap, bitte gib mir das. Der Service sagt, okay, dauert aber ein bisschen, deshalb wird das in einem Thread ausgelagert. Und wenn ich fertig bin, informiere ich dich dann, dass dieses Bitmap zur Verfügung steht. Das heißt, wir werden da wieder so ein kleines Listener-Interface implementieren, um das Ganze zu erledigen. Aber das ist unser Software-Design, was wir jetzt irgendwie in Code gießen müssen. Diesen Service, der die Komponente unserer Anwendung bereitstellt, oder repräsentiert, in die andere Stellen darum bitten können, ein Bitmap zu erstellen. Der Task, in dem das eigentliche Bitmap erstellt wird, was wir als Hintergrundbild für diese angeklickten Elemente setzen möchten. Und dann diesen Request, den wir verwenden, um die Art und Weise oder die Form von unserem Bitmap genauer zu beschreiben. Und jetzt versuchen wir das mal tatsächlich umzusetzen im Quellcode. Wenn Sie möchten, wie gesagt, mitmachen einfach und den Startercode sich herunterladen. Ich werde jetzt mal schauen, dass wir so viel wie möglich heute schaffen. Wenn es wieder irgendwie zeitlich nicht ausgeht, dann gehen Sie dann später einfach und schauen sich danach die Aufzeichnung an, oder wir machen nochmal irgendwie so einen zweiten Teil. Können Sie vielleicht auch mal ganz kurz sagen in dem Chat, ob das irgendwie Ihnen langsam zu viel wird, wenn ich Ihnen ständig irgendwie, ich packe gleich den Link nochmal rein gerne, aber sagen Sie mir mal ganz kurz im Chat, ob das irgendwie eh schon
viel zu viele Streams sind und ständig irgendwie sich irgendwelche Videos anschauen, sie nervt, oder ob ihnen das irgendwie hilft, wenn wir ihnen einfach ganz viel Content liefern. Also sagen Sie mal, vielleicht einfach, ob es im Moment passt oder ob es zu viel an Videos und Inhalten sind, die hier irgendwie produziert werden. Wenn Sie keine Meinung haben, dann sagen Sie gar nichts. Ich muss das nur so ein bisschen wissen, weil ich setze mich gerne hin und erzähle Ihnen irgendwas und programmiere mit Ihnen. Mache das gerne auch irgendwann mal zusätzlich außerhalb von diesem Freitag. Aber ich kann das halt nicht einschätzen, ob Sie dann nicht irgendwie irgendwann sagen, ich schaue mir das halt nicht mehr an, weil es zu viel ist. Egal, sehe ich ja auch so ein bisschen. Dann schauen wir mal, wie viel wir heute hinkriegen. Dann können Sie sich den Rest dann ja, können Sie sich vielleicht dann am Wochenende auch selber damit beschäftigen. Okay, lassen Sie uns loslegen. Ich wechsle zu meiner Entwicklungsumgebung und sage Ihnen nur ganz kurz, was ich vorbereitet habe. Ich habe dieses User Interface vorbereitet für Sie. Also wenn ich hier das Ganze starte, dann schaut das schon so aus. Es ist ein Grid-Layout, in dem diese neuen Image-Views, haben wir noch nicht kennengelernt, ist aber einfach ein Container für ein Bild, abgebildet werden. Wir haben hier diesen Slider und diese Checkboxen, die wir ticken können, um diese Parameter zu bestimmen. Und was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe dafür gesorgt, dass wenn eins dieser Bilder angeklickt wird, wir in unserer Main Activity diese Methode hier aufrufen. Also wir kriegen schon mit, welches Bild angeklickt wird. Das sind einfach On-Click-Listener, die auf all diesen Image-Views registriert werden. Und hier könnten wir jetzt, wenn wir diesen Service schon hätten und die ganze Hintergrundarbeit implementiert haben, sagen, ich hätte jetzt gerne ein Bild auf der Basis dieser Parameter hier. Und wenn wir das dann zurückbekommen irgendwann, könnten wir das als Hintergrundbild oder als Source von diesem jeweiligen Image, wie wo es angeklickt worden ist, setzen. Das heißt, wir müssen uns gar nicht mit Layout etc. rum plagen. Das ist alles implementiert. Was wir brauchen, ist jetzt an dieser Stelle diese Teile unserer Anwendung, die wir benötigen, um dieses Generieren von diesem Bitmap eben entsprechend außerhalb vom UI-Thread durchzuführen. Okay, fangen wir mal damit an, dass wir so grob abstechen, was wir tatsächlich tun möchten. Und ich mache das jetzt mal, indem ich einfach die Klassen kurz direkt hinschreibe oder direkt definiere, die wir jetzt im weiteren Verlauf brauchen. Also ich erstelle mal ein neues Package, um das Ganze ein bisschen zu sortieren. Generator, weil hier jetzt alles reinkommt, was mit diesem Bitmap-Generator zu tun hat. Es ist auch eine klare Abtrennung zum User Interface. Also das hat jetzt nichts mehr mit der Activity und dem Layout zu tun. Das steht für sich. Und was wir brauchen ist einmal ein Generator Service. Das wird diese Hauptkomponente sein. Dann brauchen wir einen Generator Task. Das wird die Komponente sein, in der die eigentliche Operation stattfindet. Und dann brauchen wir noch einen Generator Request, mit dem wir einen Auftrag an diesen Service beschreiben. Da werden dann einfach irgendwelche Werte drinstehen, wie so groß soll das Bild sein, sollen wir diesen Farbmodus verwenden, etc. Wir werden gleich noch ein paar weitere Klassen brauchen, zum Beispiel oder Interfaces, Listener Interfaces. Den Service müssen wir irgendwie auch noch mit der Activity verbinden. Das wird noch mal ein bisschen aufwendiger sein. Aber das sind jetzt so die drei Klassen. Und alles, was jetzt noch zukommt an weiteren Klassen oder Interfaces, ist immer an eine dieser weiteren Klassen gebunden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Interface brauchen, mit dem der Service der Activity mitteilen kann, dass ein Auftrag erledigt ist, dann würden wir den in dem Service als Unterklasse definieren. Diese drei Bereiche, Request, Task und Service, sind jetzt die Sachen, die wir maßgeblich brauchen, um diese Anwendung zu implementieren. Wir starten jetzt mal damit, dass wir diesen Request
definieren. Also ich möchte jetzt zuallererst mir erstmal überlegen, was muss ich alles dem Service mitteilen, wenn ich ein neues Bitmap haben möchte. Also was sind die Informationen, die der Service braucht, um mir dann in einem ausgelagerten Thread dieses Pixelbild zu generieren, das ich dann verwenden kann. Und ein paar von den Sachen sehen wir hier schon, also Color Mode, ob irgendwie vielleicht so ein Delay benutzt werden soll, das könnten wir auch in diesen Request packen. Also gib mir das Bild vielleicht erst eine Sekunde später, damit ich irgendwie Leuten zeigen kann, warum Hintergrundarbeit toll ist. Benutze eine bestimmte Pixeldichte, vielleicht irgendwie die Breite und Höhe von dem Bild, weil wir wollen, dass das genauso groß ist wie dieses ursprüngliche Bild. Also das hat jetzt nur nichts damit zu tun, wie das dann nebenläufig passiert, sondern das beschreibt einfach nur den Auftrag. Und wenn Sie irgendwie ein Objekt haben, was so eine Sammlung von Informationen oder Daten beschreibt, dann machen Sie das natürlich, indem Sie ein paar Instanzvariablen reinpacken. Das heißt, ich erstelle mir jetzt zum Beispiel eine Instanzvariable, die ist public und final, weil die lege ich einmal fest, wenn ich diesen Auftrag erstelle und danach soll sich der Auftrag nicht mehr ändern, immutable als Konzept, und sage zum Beispiel, das Bild, was ich generieren möchte, hat eine bestimmte Breite. Und ich sage vielleicht auch, das Bild, das generiert werden soll, hat eine bestimmte Höhe. Ich sage vielleicht auch, das Bild, das generiert werden soll, hat eine bestimmte Pixeldichte, also irgendwie sowas wie Pixel Density. Das ist einfach so ein Maß, was Sie hier sehen, ein ganz weißes Bild, ein ganz schwarzes oder eingefärbtes Bild und dazwischen einfach das Ratio zwischen freien Flächen und hellen Flächen. Und in meiner Implementierung, die ich jetzt im Kopf habe, ist das einfach ein Wert zwischen 0 und 1. 0 würde heißen, alle Pixel sind weiß. 1 würde heißen, alle Pixel sind schwarz. Und anhand von dieser Pixel Density gestalten wir dann später diesen Zufallsgenerator, der uns sagt, ob ein bestimmter Pixel innerhalb des Bildes eingefärbt werden soll oder nicht. Was brauchen wir noch? Vielleicht wollen wir das Ganze farbig machen oder schwarz-weiß. Vielleicht sowas. Boolean, Use Color Mode. Also soll Farbmodus verwendet werden. Was könnten wir noch machen? Wir könnten dieses Delay in den Request reinpacken. Also wie lange soll, nachdem dieses Bild generiert geworden ist, vielleicht gewartet werden, bis das Ergebnis zur aufrufenden Stelle gepackt wird. Und das könnten wir in Millisekunden angeben. Result Delay. Schreiben wir es mal hin. Das ist was, was man vielleicht nicht sofort versteht, was dahinter ist. Deshalb ist vielleicht ein Kommentar nicht schlecht. Delay in. Einen schönen Kommentar dahin. Delay in Milliseconds between Image Generation and Result Notification. Irgendwie sowas. Also einfach der Abstand zwischen Bild ist fertig und Bild wird an die aufrufende Stelle weitergegeben. Nochmal, das ist nur was, weil ich Ihnen irgendwie zeigen möchte, warum Hintergrundarbeit toll ist. Und wenn wir das nicht einbauen würden in diesen Prozess, wäre einfach in dem Moment, wo ich hier drauf drücke, sofort dieses Bild da, weil halt einfach dieser Emulator so schnell ist, dass das an der Stelle gar nicht sonst beobachtet werden würde. Das sind unsere Parameter. Also das beschreibt einen Auftrag, ein Bild zu erzeugen. Und wenn wir jetzt einen neuen Auftrag erstellen, dann rufen wir den Konstruktor von so einem Generator-Request auf und geben diese ganzen Sachen rein. Ich zeige Ihnen jetzt mal was. Wenn ich das hier markiere alles und auf Generate gehe, ich glaube, ich muss es sogar gar nicht markieren. Ja, nicht, dass ich Ihnen jetzt irgendwas Falsches zeige. Ich gehe einfach irgendwo in der Klasse auf Generate und dann sage ich, ich würde gerne einen Konstruktor generieren und ich würde den gerne für all diese oder ich würde gerne alle diese Instanzvariablen in dem Konstruktor initialisieren. Also ich würde gerne hier
die Breite, die Höhe, die Density, den Color Mode und dieses Delay als Parameter an den Konstruktor übergeben und kriege dann, wenn ich auf OK klicke, automatisch von Android Studio diesen Konstruktor generiert. Also wenn Sie irgendwie aufwendige Konstruktoren haben, dann nutzen Sie vielleicht in Zukunft mal diese Generierungsfunktion von Android Studio und auch von IntelliJ. Da können Sie sich übrigens auch Getter und Setter generieren. Sie können diese klassischen Java-Methoden überschreiben, equals to string, um dann bestimmte, um bestimmtes Verhalten Ihrer eigenen Klassen zu spezifizieren. Kennen Sie diese Code-Generierungsfunktion schon? Sagen Sie mal ja, nein in den Chat rein. Kennen Sie noch nicht. Probieren Sie das mal aus, das hilft gerade bei komplexen Sachen. Schauen Sie sich mal diesen Konstruktor an. Da sind jetzt 5 Parameter, die übergeben werden. Und vielleicht kommen sogar noch mehr dazu. Wenn Sie jetzt diese Klasse verwenden wollen würden, wie fänden Sie das, wenn Sie irgendwie einen Konstruktor mit irgendwie 5 oder 6 oder vielleicht sogar noch mehr Parameter nutzen wollen würden oder nutzen müssten? Finden Sie, das ist guter Code? Oder finden Sie, das ist ein leicht zu nutzender Code? Wenn irgendjemand Ihnen diese Klasse gibt und sagt, wenn du einen neuen Request erstellen möchtest, dann übergib bitte diese 25 Parameter in der Reihenfolge. Also ich überspitzt formuliert, lässt sich nicht immer vermeiden. Aber so richtig cool ist das nicht, oder? Wir können das mit ein bisschen Software-Design besser machen. Und ein Pattern, was man benutzen kann, um so komplexe Konstruktionsvorgänge zu verbessern oder zu erleichtern, das kennen Sie schon. Klingelt da irgendwas bei Ihnen? Wir haben irgendwie ein Objekt, was relativ kompliziert zu erstellen ist und wir nutzen ein bestimmtes Pattern, um diesen Vorgang des Konstruierens von dem Objekt zu erleichtern für die anderen Programmierer und Programmiererinnen, die diese Klasse verwenden möchten. Irgendeine Idee, auf was ich hinaus möchte? Ich würde Ihnen jetzt gerne kurz zeigen, wie man dieses Pattern in diesem einfachen Beispiel selber implementieren kann. Irgendeine Idee? Also wir haben einen super aufwendigen Konstruktionsvorgang, wie jetzt hier. Es hält sich noch im Rahmen, aber wie gesagt, es könnten ja noch mehr Parameter sein. Vielleicht haben wir irgendwie komplizierte Entscheidungen, welche Parameter sich eignen und welche nicht. Vielleicht haben wir irgendwelche Default-Werte, die gesetzt werden sollen oder nicht. Und da gibt es ein Pattern, Fabric oder Factory. Wer was so in die Richtung geht. Ich würde gerne das etwas leichtere Muster nehmen. Vielleicht fällt Ihnen das auch noch ein. Also es gibt so unterschiedliche Entwurfsmuster, mit denen man die Konstruktion von Objekten in objektorientierter Programmierung abbilden kann. Factory ist tatsächlich auch sowas. Factory ist vielleicht an dieser Stelle nicht, also das weiß ich nicht, also vielleicht ist auch die Factory hier das richtige Pattern. Nur was ich eigentlich machen möchte, ist der Builder. Builder ist das Pattern, was einfach diesen Vorgang des Konstruierens erleichtert. Ich habe ein Objekt oder eine Klasse, dessen Instanzen relativ kompliziert zu erstellen sind. Und deshalb versuche ich das irgendwie durch ein entsprechendes Pattern zu vereinfachen. Bei der Factory oder der Fabrik, da passiert was Ähnliches. Auch da möchte ich Erstellungsprozesse vereinfachen oder abstrahieren. Der Unterschied ist, glaube ich, zumindest wenn ich das Pattern so richtig im Kopf habe, dass die Factory auch dafür genutzt wird, um leicht unterschiedliche Objekte zu erstellen. Also Dinge, die sich vielleicht irgendwie in ihrer Struktur unterscheiden. Dann wird entschieden, muss ich die Unterklasse oder die Unterklasse nehmen. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich würde jetzt gerne nur so einen Builder bauen. Das heißt, ich möchte einen eigenen Builder haben, so ähnlich wie den String Builder. Oder Sie erinnern sich vielleicht an letzte Woche. Da haben wir diesen in den Übungen diesen Datenbank-Builder benutzt,
Und der hat ja auch diesen Vorgang des Erstellens so ein bisschen vereinfacht und das würde ich jetzt gerne mit Ihnen machen. Also ich würde gerne einen Image Generator oder einen Generator Request Builder bauen. Das ist das, was ich gerne hier jetzt erzeugen möchte. Und das mache ich in dieser Klasse. Das heißt, ich erstelle in der Generator Request Klasse eine neue Klasse, eine öffentliche Klasse, Public Class Generator Request Builder. Und wenn ich mir eine Instanz von dieser Klasse hole, dann kann ich diesen Vorgang, dass ich diese ganzen Eigenschaften vielleicht an den Konstruktor übergeben möchte, einfacher gestalten. Also die Aufgabe von diesem Builder wird es sein, uns später im Code eine einfachere Möglichkeit zu geben, solche Generator-Requests zu erzeugen und dann in der App zu benutzen. Und was macht so ein Builder? Der Builder sammelt die Informationen, die notwendig sind, um das Objekt zu erstellen. Und wenn alle Informationen da sind, erzeugen wir über den Builder das so parametrisierte Objekt. Das heißt, unser Builder muss sich die gleichen Eigenschaften hier merken. Also der muss sich auch merken, was brauche ich für eine Breite für das Bild, das ich generieren soll. Was brauche ich für eine Höhe des Bildes, die ich generieren soll. Was brauche ich für eine Pixel-Density für das Bild, was ich generieren soll. Was brauche ich vielleicht für einen Color Mode für das Bild, was ich generieren soll. Und wenn ich dieses Bild generiert habe, wie lange soll ich warten? Also es ist 1:1 Mapping von den Eigenschaften, die das ursprüngliche Objekt hat, zu dem, was dieser Request Builder als Instanzvariablen hat. Wie haben wir es umgesandt? Result Delay. Und was der Builder jetzt macht, ist, der bietet eine Methode an, Build, Public, Build, die gibt dann ein Objekt vom Typen zurück, das gebaut werden soll, in unserem Fall den Generator Request, und erzeugt dieses Objekt für uns. Das heißt, dieser aufwendige Konstruktoraufruf, der wird nur im Builder notwendig sein. Return New und Generator Request mit den Eigenschaften, die dieser Builder als Instanzvariablen gespeichert hat. Jetzt muss ich kurz schauen, dass ich es in der richtigen Reihenfolge eingebe, aber das müsste so tatsächlich funktionieren. Und wir können über diesen Builder jetzt schrittweise diese Eigenschaften bestimmen. Also wir erzeugen uns einen Generator Request Builder später. Wir sorgen dafür, dass diese Eigenschaften genau die Werte haben, die wir später in dem Generator Request auch sehen möchten. Und dann rufen wir diese Build-Funktion auf, um den eigentlichen Request über diesen Builder zu erstellen. Was man in der Regel bei so einer Builderklasse macht, ist, man sorgt irgendwie dafür, dass diese Werte mit Standardwerten belegt sind am Anfang. Also wir erstellen irgendwie einen Konstruktor, in dem diese Instanzvariablen mit irgendwas defaultmäßigen belegt sind, oder wir initialisieren die hier gleich. Also wir können zum Beispiel solche Sachen machen. Also ein Standardbild ist immer 500 mal 500 Pixel groß. Die Pixel Density ist vielleicht genau bei 0,5. Der Color Mode ist vielleicht am Anfang immer ausgeschaltet und standardmäßig warte ich auch nicht mit der Weitergabe des Ergebnisses. Was ist da jetzt der Fehler? Ist never used. Use Color Mode muss es heißen. Ich glaube, wir haben uns hier oben verschrieben. Entschuldigung. Use Color Mode, möchtest du den Farbmodus verwenden? Nicht, was ist der Color Mode vom Benutzer? Das ist ein wichtiger Unterschied. Dieser Builder wird initialisiert mit diesen Default-Werten und über die Build-Klasse
oder über die Build-Methode kann ich dann einen Request erzeugen, der genau diese Eigenschaften hat. Das macht jetzt relativ wenig Sinn, weil jetzt immer das gleiche Objekt erstellt werden würde. Und was wir jetzt noch machen ist, wir fügen in diesen Builder ganz, ganz viele Setter-Methoden ein, mit denen wir diese Default-Werte überschreiben können. Also zum Beispiel sowas wie void setImage mit einem entsprechenden Parameter und der Möglichkeit, diesen Standardwert, der im Moment in dem Builder gespeichert ist, zu überschreiben. Und für uns heißt das dann, wir können es ja gleich mal ausprobieren, in unserer Activity uns so einen Request-Builder erstellen. Also wir erstellen einen Generator Request Builder. Oh, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Dieser Builder, der muss an dieser Stelle statisch sein, damit wir ohne ein Objekt vom Typen Generator Request zu erstellen auf diese Unterklasse zugreifen können. Ist ja klar, es ist ja wie bei Methoden und Eigenschaften auch. Also wir machen das Public Static Class. Das heißt, wir können dann über den Klassennamen Generator Request auf diese interne innere Klasse zugreifen und wir können uns diesen Builder erstellen. Und dann können wir dem Builder sagen, bitte verändere die Standardbreite von dem Bild auf zum Beispiel 1000 Pixel. Und so können wir dann die konkreten Parameter setzen, die wir für diesen Request gerne hätten. Und ganz am Ende erstellen wir uns den eigentlichen Generator Request, indem wir auf dem Builder dann die Build-Methode aufrufen. Also wir erzeugen das Objekt, was uns diesen Builder erstellt. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch geschrieben? Color Mode muss da stehen. Entschuldigung, ich verschreibe mich sehr häufig heute. Wir erzeugen diesen Builder. Wir füttern den Builder mit den Eigenschaften, die wir für diesen konkreten Request haben wollen. Ganz am Ende erzeugen wir aus dem Generator Request Builder den eigentlichen Request, den wir in unserer Anwendung verwenden möchten. Und wir umgehen damit diesen relativ komplexen Konstruktoraufruf, vor allem dann, wenn wir teilweise einfach die Default-Werte sowieso übernommen hätten. Und das machen wir nicht nur für die Breite von dem Bild, sondern zum Beispiel auch Copy and Paste für die Höhe des Bildes und überschreiben dann entsprechend natürlich auch die andere Eigenschaft. Und dann können wir in unserer Activity sagen, der Builder, den wir gerade füttern mit Parametern, um später das eigentliche Bild zu erzeugen, kann auch die Höhe zurückgeben. Erinnern Sie sich daran, was bei dem Bilder, mit dem wir die Datenbank initialisiert haben, noch so ein kleiner Trick oder eine kleine Finesse war bezüglich der Funktionalität von diesen Setter-Methoden. Also da gab es so eine kleine Besonderheit in der Form, wie wir diese Setter-Methoden nacheinander aufgerufen haben. Also im Moment erzeuge ich mir den Bilder und dann rufe ich nacheinander diese Build-Methoden auf oder diese Setter-Methoden auf. Und das sind immer abgeschlossene Methodenaufrufe. Das war bei diesem Datenbankbilder ein bisschen anders. Erinnern Sie sich, was da der Unterschied war? Irgendeine Idee? Da konnten wir die Methoden so schön ineinander verschachteln bzw. verketten. Wir konnten sagen, weiß ich nicht, Set Database Name, kann mich gerade tatsächlich gar nicht mehr erinnern, was da genau war, aber jetzt in unserem Fall setzt die Breite und dann konnten wir das Setzen von der Höhe gleich dranhängen und genau, der Rückgabetyp und dann ganz am Ende nochmal diese Build-Methode aufrufen.
Das hat funktioniert, weil diese ganzen Setter-Methoden immer eine Referenz auf den Builder wieder zurückgegeben haben. Das können wir ganz leicht selber implementieren. Wir sagen nämlich, diese Methoden geben jetzt immer nichts zurück, sondern die geben den Builder selber wieder zurück. Also der Builder, den wir gerade parametrisiert haben, der wird auch aus diesen Methoden zurückgegeben. Und dann können wir hier in diesem Aufbau, der an der Stelle, wo wir den eigentlichen Builder nutzen, sowas machen. Wir sagen, Builder, bitte setze die Breite von dem Bild auf 100 Pixel, setzt danach die Höhe des Bildes auf 100 Pixel und wenn wir mit allen Parametern durch sind, dann ruft bitte die Bildmethode auf und dann haben wir so eine Chain, so eine Kette an den Dingen, die wir an den Bilder weitergeben möchten. Ganz am Ende der Kette ist der Aufruf von der Bildmethode und dadurch wird der Request erstellt. Und das funktioniert deshalb, weil diese Methoden hier immer eine Referenz auf den aktuellen Bilder selber zurückgeben. Das heißt, da kommt immer ein Objekt zurück und Sie können dann direkt auf dem Objekt, was als Ergebnis zurückgegeben wird, die nächste Methode aufrufen. Also das hier gibt den Bilder selber wieder zurück. Wenn man es ganz deutlich machen möchte, kann man es so machen. Dieser Ausdruck setzt die Höhe im Bilder für das neu zu erstellende Bild auf 1000 Pixel, gibt dann eine Referenz auf den Bilder selber wieder zurück, auf dem wir dann die nächste Methode aufrufen können. Dann geht das dann immer so weiter. Und ich mache jetzt mal ganz kurz noch die restlichen Methoden, die wir vielleicht brauchen. Einfach per Copy and Paste. Was haben wir noch? Wir haben die Pixel Density, Set Pixel Density. Und das ist ein Float-Wert. Und wir setzen auch noch den Color Mode, Enable Color Mode vielleicht. Vielleicht einfach so ohne Parameter. Sys.useColorMode ist true. Und wir haben dann noch ResultDelay, setResultDelay, ResultDelay. Auch da überschreiben wir einfach den Wert, der aktuell drinsteht. Und so können wir uns dann nach Belieben ein Generator Request erzeugen und das machen wir, indem wir die einzelnen Werte, die es dort gibt, genau, also mir ist die Ironie gerade selber aufgefallen, dass ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, wie man Konstruktoren und Getter erzeugen kann und nicht selber das so schnell abgetippt habe, aber ja, haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. Aber guter Hinweis, hätten wir auch hier in dieser inneren Klasse machen können. Also ich hätte auch hier auf Generate klicken können, mir dann die Setter erstellen können. Und da bleibt jetzt nur noch einer übrig, weil wir für die anderen schon Sachen erstellt haben. Also Android Studio erkennt jetzt an der Stelle nicht, dass es ist ja auch kein wirklicher Setter. Ich habe ja keinen Parameter übergeben, sondern nur so einen Switch programmiert an der Stelle. Okay, mit diesem Request-Objekt können wir jetzt sagen, das sind die Parameter, die wir gerne hätten, um ein Bild zu erstellen. Und was ich damit füttere, ist mein eigentlicher Generator-Task. Also der Request bildet die Parameter ab, die notwendig sind, um dem Task zu sagen, was er konkret für ein Bild erzeugen soll. Und in diesem Generator-Task sorge ich jetzt dafür, dass diese Parameter benutzt werden, um so einen Pixel-Bitmap zu erstellen. Dieser Task wird die Aktion sein, die später in einem eigenen Thread umgesetzt wird. Und wenn wir irgendeine Aktion haben in Java, die später in einem anderen Thread, also nebenläufig ausgeführt wird, und wir das über diese Concurrency API zum Beispiel machen möchten oder über die Thread-Klasse, dann müssen wir diese Aktion, die nebenläufig ausgeführt werden soll, in eine Klasse
Kapseln, die ein ganz bestimmtes Interface implementiert oder die eins von einer Reihe von möglichen Interfaces implementiert. Und im einfachsten Fall ist das die Runnable, ist das das Runnable Interface. Wenn wir das implementieren, dann müssen wir diese Methode hier auch implementieren, die Run-Methode. Und wenn wir dann dieses Objekt instanzieren und einem Thread übergeben, wird alles das, was in dieser Run-Methode drinsteht, nicht in dem Thread, in dem man ursprünglich war, ausgeführt, sondern in dem, an dem wir dieses Runnable übergeben. Also Runnable kapselt die Aktion, die Operation, die jetzt nebenläufig stattfinden soll. Das heißt, die Generierung von unseren Bitmap, die starten wir in dieser Run-Methode. Alles, was vorher passiert, wird dann nicht zwangsläufig in irgendeinem anderen Thread ausgeführt, ist aber vielleicht genauso wichtig, weil wir zum Beispiel ja vielleicht einen Konstruktor brauchen für diesen Task, dem wir, Entschuldigung, Generator Task ist der Konstruktor, den ich schreiben möchte, und dem übergebe ich einen Generator Request. Also ich sage diesem Task, ich habe hier gerade eben diesen Request erstellt oder bekommen und erstell mir bitte auf der Basis der Informationen, die dort drin sind, Höhe, Breite, Farbmodus etc., jetzt ein neues Bitmap. Und das Generieren von dem Bitmap, das machen wir jetzt in dieser Run-Methode, damit wir das später dann in einen separaten Thread auslagern können. Aber erstmal merken wir uns innerhalb dieses Tasks wieder in irgendeine Instanzvariable. Die kann wahrscheinlich auch final sein, weil das setzen wir einmal im Konstruktor und danach soll sich das gar nicht mehr verändern. Und das wird dann hier übernommen. Wir speichern uns einfach mal, was wir im Konstruktor als Auftrag bekommen. Also neuer Task wird erstellt. Wir haben im Vorfeld über diesen Builder den Request erstellt, der das Bild, was jetzt entstehen soll, repräsentiert. Und wir speichern uns erstmal dieses Paket an Aufgaben, also am Ende diese Informationen zwischen. Und jetzt legen wir los und implementieren in dieser Run-Methode die Aufgaben, um aus so einem Request das eigentliche Bild zu machen. Ich kann Ihnen schon mal verraten, es ist gar nicht so kompliziert. Die Leute, die den OOP-Kurs im Winter gemacht haben, die erinnern sich ja noch an unsere kleine Graphics-API. Da haben wir auch manchmal so Pixel-Grafiken irgendwie erstellt. Wir sind über so ein zweidimensionales Array drüber iteriert, was die Pixel eines Bildes repräsentiert hat und haben die so ein bisschen verändert. Sie erinnern sich, oder? Also so dieses Konzept, dass ich ein zweidimensionales Bild habe, das wird repräsentiert durch ein Array, in dem die einzelnen Pixel als Farbwerte drin sind und ich kann die verändern, wenn ich möchte. Das kennen Sie, oder? Sagen Sie mal ja, nein. Das ist nämlich das, was wir jetzt auch verwenden werden. Also ich werde jetzt auch quasi so ein leeres Bild erstellen und versuchen, anhand von den Parametern da drin zufällig die Pixel zu setzen. Und die Leute, die von außerhalb kommen, die können ja auch mal kurz irgendwie ja oder nein reinschreiben, ob sie sowas irgendwie schon mal gemacht haben, so ganz rudimentäre Pixeloperationen. Okay, lassen Sie uns mal so ein Bitmap erstellen auf Basis zufälliger Werte und ich lagere das, falls es sich anbietet, vielleicht in eine extra Methode aus. Die rufe ich dann aus der Run-Methode auf. Das heißt, die wird auch Teil von diesem zusätzlichen Thread sein. Alles, was ich hier in dieser Run-Methode mache, auch Methoden, die ich aufrufe, werden dann, wenn wir das richtig umsetzen, in diesem nebenläufigen Thread ausgeführt. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier eine Methode erstelle, die einen Bitmap zurückgibt, das ist in Android die Klasse, die jetzt für uns am nächsten an das drankommt, was wir machen möchten, nämlich so eine pixelbasierte Grafik zweidimensional zu erstellen mit Farbwerten für die einzelnen Pixel. Die importieren wir auch und ich nenne die Methode einfach nur Create Bitmap. Und die möchte ich dann hier an dieser Stelle aufrufen. Bitmap ist gleich Create Bitmap. Und da müssen wir uns später noch überlegen, wie wir das Ganze wieder aus diesem Task rausbekommen. Hier drin
geht es jetzt um das eigentliche Erstellen des Bildes. Und jetzt müssen wir ein bisschen mal Android sein lassen und uns einfach nur ein bisschen um Pixelgrafik und ein bisschen Algorithmik beschäftigen oder damit beschäftigen. Eine ganz kleine Information, bevor wir jetzt einfach das straightforward runter implementieren. Wir können leider nicht alles nutzen, was wir so aus Java kennen. Also so Buffered Images zum Beispiel gibt es nicht in Android. Das liegt einfach daran, dass das nichts Spezielles aus der Java Runtime ist, sondern was mit AWT zu tun hat, also diesem UI Toolkit, das man standardmäßig in Java, in normalem Java benutzt, um irgendwelche User Interfaces zu zeigen. Das heißt, ganz viele Sachen von denen, die man, wenn man 2D-Grafiken auf dem Rechner mit Java erstellt, zur Verfügung hat, haben wir jetzt nicht zur Verfügung. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil wir haben diese Bitmap-Klasse und die macht eigentlich das, was wir auch machen wollen. Wir können nämlich mit dieser Bitmap-Klasse ein Bild repräsentieren, das eine gewisse Höhe und eine gewisse Breite hat, und wir können dann später die Pixel von diesem Bild einzeln manipulieren. Und genau das machen wir. Wir erstellen jetzt ein leeres Bitmap, was so hoch und so breit ist, wie wir hier in diesem Request mitgegeben haben. Dann iterieren wir über alle Pixel, die es in diesem Bild gibt, und wir setzen die dann mit irgendeinem zufälligen Farbwert. Und Farben können wir über die Color-Klasse in Android relativ leicht repräsentieren. Das Bitmap braucht so einen Integer-Wert für die Farben und den können wir relativ leicht zum Beispiel aus RGB-Werten generieren. Aber Idee ist, ein leeres Bitmap erstellen. Bitmap. Dazu nutzen wir die Klasse Bitmap und sagen Create Bitmap. Relativ klar, was diese Methode wahrscheinlich macht. Die erstellt ein Bitmap. Jetzt muss ich sagen, wie groß soll dieses Bild sein? Und das steht bei uns ja in dem Request drin. Deshalb haben wir diese ganzen Informationen in dieses Objekt reingepackt. Und auch, wie hoch soll das ganze Bild sein? Und dann muss ich noch sagen, um was für ein Bild es sich handelt, wenn ich diese spezielle Form der CreateBitmap-Methode benutzen möchte. Und dazu gibt es in der Bitmap-Config so unterschiedliche Vorgaben. Da müssen wir jetzt nicht zu stark ausholen. Das gibt jetzt einfach nur vor, welchen Farbraum wir benutzen können und ob wir auch transparente Pixel innerhalb dieses Bitmaps verwenden möchten. Für das, was wir jetzt vorhaben, ist das relativ egal. Also wenn Sie eins von diesen ersten dreien benutzen, sollten Sie keine Probleme haben. Wir können mal dieses ARGB 8888 verwenden. Heißt übersetzt, wir erstellen jetzt ein Bitmap, in dem wir die Möglichkeit haben, RGB-Farben mit Transparenz, also Alpha, R für Red, Green und Blue, zu verwenden. Und die einzelnen Pixel werden mit, ich schaue mal ganz kurz, 8-Bit-Präzision angegeben. Also für jeden Pixel, für jeden Farbwert stehen 8 Bits zur Verfügung, ein Byte. Und das heißt für uns, wir können 256 unterschiedliche Farbabstufungen innerhalb dieses Bitmaps verwenden. Ist völlig egal, wenn Sie mehr Farben haben möchten, dann gibt es da auch andere Typen. Wir erstellen jetzt einfach mal so ein leeres Bitmap. Und was ich dann mache ist, ich iteriere jetzt über alle möglichen Pixel, die dieses Bild hat. Kann ich zum Beispiel relativ einfach machen, weil ich weiß ja, das ist ein zweidimensionales Bild. Und wenn ich jetzt sage, ich iteriere in so einer äußeren Schleife mal über die Breite des Bildes. Und Sie kennen das aus dem vorherigen Kurs mit einer inneren Schleife. Kann es auch. Ich sage Ihnen ganz kurz was dazu. Und ich sage Ihnen ganz kurz, dass innerhalb dieses Bitmaps das Ganze nicht wirklich zweidimensional ist, sondern das ist ein eindimensionales Array, in dem einfach alle Pixel
nacheinander angeordnet sind. Also die Zeilen werden aufgebrochen und aneinander gehängt. Ich mache jetzt nur diese beiden Vorschleifen, weil man sich das dann vielleicht ein bisschen schöner vorstellen kann. Wir iterieren über so eine Rastergrafik. Aber eigentlich ist es nicht notwendig. Wir könnten auch uns irgendwie überlegen, wir zählen die Pixel und bestimmen, wie viele Pixel es gibt und benutzen das als Grenzwerte für unsere Schleifen. Aber ich glaube, das hier ist vielleicht näher dran an dem, was Sie aus anderen Kontexten kennen. Und dann benutzen wir das doch vielleicht auch einfach, um das Konstrukt, über das wir iterieren, vielleicht ein bisschen deutlicher auch in unserem Code abzubilden. Also stellen Sie sich vor, wir haben so ein zweidimensionales Bild. Das hat eine gewisse Breite und eine gewisse Höhe. Und wir iterieren über diese beiden Parameter. Und in der inneren Schleife bestimmen wir jetzt irgendwie eine Farbe. Das heißt, wir brauchen irgendwie sowas wie int color, also eine Integer-Repräsentation von irgendwas. Und wenn wir den Wert haben, können wir auf das Bitmap zugreifen und wir können einen bestimmten Pixel x, y, das sind die beiden Koordinaten, können wir jetzt also doch noch diese beiden Schleifen verwenden, die wir da implementiert haben, an der Koordinate 0 und dann 0, 1, 2 und so weiter, setzen wir den Farbwert von diesem Pixel auf eine bestimmte Farbe, die wir jetzt hier an dieser Stelle berechnen müssen. Wie machen wir das? Wir müssen jetzt anhand von den Parametern bestimmen, was das für eine Farbe sein soll. Im einfachsten Fall soll die schwarz oder weiß sein oder soll das vielleicht irgendwie eine andere Vordergrundfarbe sein. Aber die Parameter, die für uns wichtig sind, sind diese Pixel Density. Das ist die Menge an Pixeln, die der Nutzer oder die Nutzerin jetzt bei uns bestellt hat. Und wenn wir jetzt uns jeden Pixel anschauen, müssen wir irgendwie uns überlegen, wie können wir diesen Wert, sollen es eher viele Pixel sein oder weniger Pixel sein, zu benutzen, um zufällig zu bestimmen, ob der Pixel, an dem wir gerade sind, jetzt belegt werden soll oder nicht. Ich zeige Ihnen mal, wie ich mir das überlegt habe, in so einer ganz einfachen Variante, eine extra Methode. Ich schreibe jetzt eine extra Methode, die gibt mir einen Integer-Wert zurück. Und das soll die Farbe sein, die an einem bestimmten Pixel verwendet werden soll. Und ich sage immer, wenn ich für einen neuen Pixel die Farbe haben möchte, welche Vordergrundfarbe sollte benutzt werden. Also entweder schwarz oder eine zufällig bestimmte Farbe, wenn dieser Color Mode aktiviert ist. Und was ist denn die Pixel Density, mit der dieses neue Bild gestaltet werden soll? Also irgendwie ein Wert zwischen 0 und 1. Und wenn hier 1 steht, dann sollen eigentlich alle Pixel des Bildes mit dieser Farbe eingefärbt werden. Und wenn hier 0 steht, soll keiner dieser Pixel mit der entsprechenden Farbe eingefärbt werden. Und ich möchte dann einfach eigentlich bestimmen, ob ich diese Farbe hier oder eine andere Farbe, nämlich weiß als neutrale Hintergrundfarbe, aus dieser Methode zurückgebe. Und das kann ich relativ einfach machen, indem ich mir nämlich anschaue, wenn ich diese MassRandom-Methode benutze, die gibt mir einen Wert zwischen 0 und 1, 0 inklusive, 1 exklusive aus. Und wenn ich da die Pixel Density, die Nutzer und Nutzerinnen hier in diesem Slider ausgewählt haben, das auch einen Wert zwischen 0 und 1 sein kann, drauf addiere, dann bekomme ich irgendeinen Wert zurück, der zwischen 0 und 1 liegt. Also, nee, lassen Sie mich kurz überlegen, zwischen 0, wenn beide Sachen 0 sind, oder irgendwas knapp unter 2. Ich weiß, wenn ich diese beiden Zahlen aufaddiere, also wenn ich mir diesen Zufallswert zwischen 0 und 0,999 und die aktuelle Pixel Density anschaue, dass der größer als 1 sein muss, damit ich bestimmen kann oder damit ich davon ausgehen kann, dass auf der Basis dieser Pixel Density es wahrscheinlich ist oder es nicht wahrscheinlich ist, sondern es so sein soll, dass dieser Pixel eingefärbt werden soll.
Lassen Sie uns das mal ganz kurz in Code gießen und dann erkläre ich kurz, was ich mir dabei gedacht habe. Also ich sage, wenn die Summe aus irgendeiner Zufallszahl zwischen Maß Random, also zwischen 0 und 0,9, plus der Pixeldichte, die an diese Methode als Parameter übergeben worden ist, größer als 1 ist, dann gib die Vordergrundfarbe zurück. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gib Weiß zurück. Und Weiß schaut so aus, wenn wir das in eine Integerzahl umwandeln wollen, dass wir einfach 255, 255, 255 an diese RGB-Methode aus der Color-Klasse übergeben. Also Color-Klasse ist so eine Hilfsklasse in Android, die es Ihnen ermöglicht, mit Farben umzugehen. Wenn Sie diese Integer-Repräsentation von einer Farbe gerne hätten, aus einer RGB-Farbe, übergeben Sie die Farbkanäle an diese RGB-Methode und bekommen dann entsprechend die Farbe oder die Repräsentation dessen, was hier steht, als Integer-Wert zurück. wenn die Pixel-Density, die Nutzer und Nutzerin ausgewählt haben, ganz links ist, dann ist die 0. Und dann kann diese Summe hier niemals größer als 1 sein. Also irgendeine Zahl kleiner als 1 plus 0 kann niemals 1 sein. Wenn die Zahl 1 ist, die hier ausgewählt wird, und ich Maß Random dazu addiere, dann ist diese Zahl immer mindestens 1. Das heißt, die beiden Grenzfälle habe ich schon abgedeckt. Wenn die Nutzer und Nutzerin jetzt hier irgendwas relativ Kleines auswählen, also 0,15, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das, was bei Maß Random ausgerechnet wird, aufaddiert auf diese Pixel Density irgendwas größer als 1 ergibt. Weil der Raum der Zahlen, die hier bei Maß Random zurückkommen, die in ihrem Ergebnis aufaddiert auf 0,1 größer als tatsächlich 1 sind oder gleich 1 relativ gering sind. Weil das müsste irgendwas größer als 0,9 sein. Das heißt, die Chance wäre nur 10% bei so einem zufälligen Griff auf die Maß Random Klasse, dass hier am Ende entschieden wird, dieser Pixel sollte eingefärbt werden. Wenn die Pixeldichte sehr hoch sein soll, 0,9, dann kann dieser Wert von Maß Random relativ klein sein und ich bekomme trotzdem einen Wert Größe 1 zurück. Und das hat dann alles zur Folge, dass diese Methode hier, wenn die Pixel Density, die übergeben wird, sehr hoch ist, wesentlich häufiger die Vordergrundfarbe zurückgibt, als wenn dieser Wert sehr klein ist. Also damit kann ich diese Pixel Density als Wert von 0,1, von 0 bis 1 verwenden, um zu entscheiden, ob wir an der Stelle eben einen eingefärbten Pixel oder keinen eingefärbten Pixel verwenden. Und damit bilde ich dann für jeden Pixel diese Wahrscheinlichkeit mit ab, die über diesen Wunsch der Nutzer und Nutzerin eher ein sehr dichtes oder ein weniger dichtes Bild zu generieren. Die Methode jetzt hier, die kann ich hier verwenden, um diese Farbe zu erzeugen. Color ist gleich getColor for Pixel. Jetzt brauchen wir irgendwie eine Vordergrundfarbe und vielleicht machen wir das so, indem wir sagen, wenn in dem Request drin steht, dass wir den Color Mode verwenden möchten, das ist entweder true oder false, dann schreiben wir uns vielleicht noch eine Methode, die eine zufällige Farbe generiert. GetRandomColor. Und wenn das nicht ist, wenn da false drin steht, dann benutzen wir einfach den Schwarzwert. Also 0, 0, 0 als Vordergrundfarbe. Und das geben wir dann an unsere Methode weiter, die wir hier bereits implementiert haben. Ich implementiere mal kurz die Methode, damit wir die erledigt haben. Private int get random color. Hm.
zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie das funktionieren kann. Dann müssen wir nicht groß rumspielen. Ich möchte eine zufällige RGB-Farbe generieren. Das heißt, ich brauche zufällige Werte zwischen 0 und 255 für die Farbkanäle R, G und B. Kann ich auch wieder übrigens über diese MassRandom-Klasse machen, Methode machen. Ich generiere einen zufälligen Wert zwischen 0 und 0,999. Multipliziere das mit 256, weil ja die 1 nicht drin ist. Und den Wert, den ich da zurückbekomme, den caste ich zu einem Integer-Wert. Und damit habe ich einen zufälligen Wert zwischen 0 und 255 generiert. Das ist eine ganz häufig verwendete Zufallsfunktion, wenn Sie irgendwie Farben generieren möchten. Und wenn ich das für die drei Farbkanäle unterschiedlich mache, kann ich mir nochmal so eine Integer-Farbe zurückgeben und da den Konstruktor oder diesen Methodenaufruf mit den Werten füttern, die ich hier gerade übergeben habe. Pixel Density fehlt noch, Entschuldigung, Request Pixel Density. Wenn ich das hier an dieser Stelle mache, wird für jeden Pixel, wenn dieser Farbmodus aktiviert ist, eine neue Zufallsfarbe gemacht. Wenn ich das hier oben mache, dann wird einmal, wenn das Bitmap erstellt werden soll, geschaut, steht ein Color Mode, also steht ein Bild im Auftrag drin, das farbig sein soll, und wir erstellen dann einmal eine Zufallsfarbe. Und dann sind diese Bilder, so wie Sie das gerade ganz am Anfang auf dem Screenshot gesehen haben, immer einfarbig markiert, beziehungsweise es gibt genau eine zufällige Vordergrundfarbe dann anstatt schwarz, die aber für alle Pixel verwendet wird. Und glauben Sie mir mal ganz kurz an der Stelle, dass das so funktioniert und dass wir hier an dieser Stelle, wenn wir diese Run-Methode jetzt ausführen würden, auf der Basis der übergebenen Parameter an diesem Request über diese beiden Funktionen tatsächlich so ein zufälliges Pixelbild auch generieren könnten. Wir müssen dann nur noch dran denken, dass wir das am Ende auch ausgeben. Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich einfach ein bisschen weitermache, und ich sehe ja, wenn Sie alle langsam verlassen, aber ich würde jetzt gerne noch diesen Service mit Ihnen implementieren, damit wir uns anschauen können, wie das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert. Also wenn Sie keine Zeit mehr haben, kein Problem, gehen Sie einfach, ich lade das dann wieder im Laufe des Tages direkt hoch, aber ich würde jetzt mindestens noch so eine halbe Stunde für den Rest machen und verabschiede mich aber schon mal an die Leute, die vielleicht irgendwo anders hin müssen oder wollen. Und für die, die noch da bleiben möchten, geht es jetzt direkt weiter. Jetzt auch, wenn Sie jetzt nicht im Detail irgendwie verstanden haben, wie diese RGB-Klasse funktioniert und was diese Bitmap-Klasse ist, können Sie oder glauben Sie mir, dass das, was wir jetzt hier programmiert haben, am Ende uns irgendwie ein Bitmap zurückgibt, was in seiner Pixelgestaltung irgendwas mit diesen Parametern zu tun hat? Also können Sie das so grob zumindest vom Ablauf her nachvollziehen? Sagen Sie mir mal kurz ja, nein in den Chat rein. Okay, da bin ich doch glücklich. Jetzt habe ich hier ein Bitmap, und möglicherweise hat das ganz lange gedauert, bis ich dieses Bitmap erstellt habe. Spoiler, wird nicht so lange gedauert haben, weil das selbst ihr Emulator irgendwie im Schlaf erledigt. Und jetzt möchte ich diese Information nach außen geben. Das heißt, wir haben hier irgendwie eine nebenläufige Operation, und die liefert ein Ergebnis zurück. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir das implementieren können. Wir können anstatt einem Runnable ein Callable verwenden. Das repräsentiert dann nochmal eine spezielle Form von so einem Runnable, das eine nebenläufige Operation repräsentiert, die ein Ergebnis zurückliefert. Das passiert dann in Form von einem ganz speziellen Rückgabeobjekt, zu einem sogenannten Future, was direkt aus diesem Thread zurückgegeben wird und was dann die anderen Threads benutzen können, um regelmäßig zu checken, ist das Ergebnis schon da oder nicht. Das würde ich jetzt aber nicht machen,
Das können Sie, vor allem weil Sie sich vielleicht einfach die Folien vorher noch nicht angeschaut haben und das ein bisschen zu kompliziert ist. Wir können aber eine Technologie oder eine Methode einsetzen, die wir schon kennen. Wir haben hier eine Stelle in unserem Code, die macht irgendwas und die ist irgendwann damit fertig. Und dieses irgendwann ist das Schlüsselwort. Wir wissen nicht, wann das ist. Also wir wissen nicht, wann dieses Bitmap fertig ist. Und wenn wir fertig sind mit der Operation, möchten wir andere Stellen von unserem Code informieren, dass jetzt ein Ergebnis vorliegt. Das heißt, wir haben zwei Komponenten mindestens, Service und Task. Der Task macht irgendwas, ist irgendwann fertig und möchte dem Service danach dann wieder sagen, ich bin fertig. Du kannst jetzt irgendwie schauen, dass du vielleicht mit meinem Ergebnis, dass du mit meinem Ergebnis irgendwas machst, dieses Bitmap vielleicht irgendwo anzeigst. Müssen wir nicht noch das Delay auswerten? Das kommt jetzt gleich. Das Delay ist ja, das soll nicht hier bei dem Erzeugen von dem Bitmap verwendet werden, sondern das verwenden wir jetzt, um, bevor wir diese Information nach außen geben, vielleicht, wenn das gesetzt ist, kurz warten. Aber das kommt gleich noch, keine Sorge. Aber was kennen Sie für Methoden oder Techniken, um diese Form der Kommunikation zwischen zwei Komponenten Ihrer Anwendung zu gestalten? Die eine macht irgendwas, ist irgendwann damit fertig oder irgendwas passiert da drin und das möchten wir nach außen geben. Irgendeine Idee, wie man das gestalten kann. Ein Event, genau. Und wie heißt dieses Muster, was wir verwendet haben, um diese Beziehung zwischen diesen beiden Komponenten auszudrücken? Also der Service erstellt den Task, der Task macht irgendwas, der Task informiert danach den Service, wenn er fertig ist. Dafür haben wir ein bestimmtes Muster kennengelernt, das man aufwendig oder auch weniger aufwendig implementieren kann. Observer-Pattern, genau. Oder in dem einfachsten Fall vielleicht eher Listener-Pattern, wenn wir nicht dieses Observer-Pattern komplett umsetzen, wie es eigentlich gemacht wird mit so 1-zu-N-Beziehungen, sondern wir sagen einfach, hier hast du ein Objekt, das implementiert ein bestimmtes Interface und wenn du fertig bist mit deiner Aktion oder wenn ein Ereignis passiert, dann ruf bitte die Interface-Methode auf, die da zur Definierung oder zur Definition von diesem Kommunikationsprotokoll zwischen dir und dem Observer gekennzeichnet bzw. genutzt wird. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir definieren erstmal ein Interface. Das können wir auch in dem Generator-Task machen. Public Interface. Und das definiert, wie dieser Task andere Objekte darüber informiert, dass er seine Aufgabe abgeschlossen hat. Das heißt, es ist ein Listener, mit dem sich andere Objekte identifizieren, die über die Ergebnisse von so einem Task informiert werden möchten. Und weil mir nichts Besseres einfällt, nenne ich das jetzt Result Listener. Also ein Listener, der auf die Ergebnisse von so einem Result Task lauscht. Und das heißt, in dem Interface müssen wir irgendwie eine Methode implementieren, mindestens, die dieser Task verwenden kann, um den angeschlossenen Listener darüber zu informieren, dass er fertig ist. Und wie wäre es mit sowas wie Void on Bitmap ready? Und wir übergeben das Bitmap, das wir generiert haben. Also irgendjemand wird sich, wenn dieser Task erstellt wird, als Listener bei dem melden und sagen, wenn du fertig bist, informier mich bitte. Das passiert dann über diese Schnittstelle. Und wenn unser Task fertig ist mit der Erstellung von dem Bitmap, rufen wir die entsprechende Listener-Methode auf, um das Ganze zu erledigen. Und das heißt, unser Generator-Task muss nicht nur wissen, welche Aufgabe er erledigen soll, sondern auch, wen er darüber informieren soll, wenn er fertig ist. Und dementsprechend müssten wir jetzt noch. Moment. Jetzt bin ich wieder da. Müssten wir an dieser Stelle noch in dem Konstruktor auch den Verweis auf einen passenden Listener übergeben. Also wenn wir einen Task erstellen, sagen wir nicht nur, welches Bitmap soll erstellt werden, sondern auch, welcher Listener soll informiert werden, wenn dieser Task abgeschlossen ist. Wir speichern uns den erstmal in einer Instanzvariable,
Die existiert jetzt noch nicht. Auch hier können wir der Einfachheit halber diese Code Completion oder diese Vorschläge von Android Studio nutzen, um zum Beispiel dieses Listener-Feld dann direkt automatisch zu erstellen. Also wir geben diesem Task noch zusätzlich zu den Parametern für unser neues Bitmap mit, wen es informieren soll, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist. Und wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, wenn dieses Bitmap da ist, also wenn diese Funktion hier erledigt ist, dann sagen wir dem Listener Bescheid und übergeben das Bitmap, was wir generiert haben. Task erledigt seine Sachen in einem Thread und informiert dann die anderen Stellen. Das passiert dann übrigens auch immer noch in dem gleichen Thread. Also die Objekte können thread-übergreifend miteinander kommunizieren. Das heißt, wir müssen an irgendeiner Stelle dann dafür sorgen, dass dieses Ergebnis dann wieder in dem ursprünglichen Thread verarbeitet wird. Darum müssen wir uns noch kümmern. Das ist nur, weil jetzt irgendeine Stelle außerhalb von diesem Task-Objekt aufgerufen wird, heißt das nicht, dass wir damit automatisch auch den Thread, in dem dieser Task ausgeführt wird, verlassen. Behalten Sie das mal im Hinterkopf. Jetzt wollen wir noch mit diesem Delay was machen. Wir wissen ja, möglicherweise hat die aufrufende Stelle gesagt, ich würde gerne so einen künstlichen Delay einbauen in diese Bitmap-Generierung, damit ich besser nachvollziehen kann, was das für eine Auswirkung hat oder warum wir überhaupt im Hintergrund arbeiten sollten. Und das können wir jetzt an dieser Stelle mal schauen oder verwenden, indem wir sagen, was steht denn in diesem Delay drin? Das sollte irgendeine Zahl sein, die einen Wert in Millisekunden repräsentiert. Und das repräsentiert die Zeit, die jetzt zwischen ich generiere das Bitmap und ich gebe die Information nach außen, dass ich fertig bin, gewartet werden soll. Und wenn Sie sich in einem Thread befinden, dann können Sie diesem Thread sagen, dass der sich für eine bestimmte Zeit schlafen legen soll. Ein Wert in Millisekunden. Und da übergeben wir dieses Delay. Wir müssen dann auch das Ganze mit Try and Catch umranden. Sie erinnern sich, Exception Handling haben wir jetzt, glaube ich, in Android bis jetzt gar nicht so häufig machen müssen. Aber das Konzept kennen Sie aus Java. Da kann was schieflaufen, wenn wir den Thread schlafen legen. Das kann zum Beispiel nicht erlaubt sein, das kann nicht funktionieren. Und deshalb müssen wir hier entsprechend dann auch die damit verbundenen Exceptions abfangen. Was wir hier aber sagen ist, dieser Thread, in dem wir uns gerade befinden, der soll jetzt mal für eine bestimmte Zeit nichts tun. Und wie lange soll der nichts tun? Solange wie in dem als Eingabe in diesen Task übergebenen Request drinsteht. Das hier ist übrigens etwas, was, wenn Sie das umgangssprachlich formulieren möchten, eine Bitte an die Java-Laufzeitumgebung ist. Also Sie sagen hier, bitte mach mal für 500 Millisekunden nichts. Das heißt nicht, dass hier wirklich für 500 Millisekunden genau nichts passiert und nach 500 Millisekunden direkt die nächste Methode hier irgendwie aufgerufen wird, die danach steht. Es kann sein, dass das ein bisschen länger, ein bisschen kürzer ist. Das heißt, solche Sleep-Sachen, die können wir jetzt hier verwenden, wenn wir irgendwas demonstrieren möchten, dass ein Thread mal eine Zeit lang nichts macht, weil wir simulieren möchten, dass der beschäftigt ist mit irgendwas und die nächste Aktion innerhalb dieses Threads erst danach passiert. Das können wir benutzen, wenn uns relativ egal ist, wie lange dieser Thread sleept. Also ob der jetzt 500 Millisekunden oder 600 Millisekunden schläft, ist uns egal. Wir wollen einfach nur, dass da kurz ein Interrupt drin ist. Weil wir vielleicht auf irgendein Ergebnis oder sowas warten, dann können wir das auch unter Umständen machen. Was wir auf keinen Fall mit diesem Sleep machen sollten, ist irgendwie Taktungen oder Zeiten machen. Also kommen Sie nicht auf die Idee, irgendwie eine Uhr zu implementieren, bei der vielleicht immer der Thread für eine Sekunde schläft und dann wird vielleicht irgendwie der Zeiger gedreht. Das ist keine so tolle Idee, weil Sie sich nicht darauf verlassen können, dass das wirklich genau in den Zeiträumen abläuft, die Sie da implementiert haben. Aber in unserem Fall funktioniert das jetzt. Bitmap wird generiert. Wir warten kurz, je nachdem, was in diesem Result Delay drinsteht, und danach geben wir das nach außen. Und diesen Task, den können wir jetzt in unserem Service verwenden, um diese eigentliche Funktionalität
für unsere Anwendung bereitzustellen. Ich mache mal aus dieser Klasse Generator Service einen richtigen Service, indem ich die Service-Klasse aus der Android-Komponente implementiere. Schauen Sie mal ganz kurz, bevor Sie da mitmachen. Es gibt hier ganz, ganz viele Service-Klassen. Also einmal so eine Android-Bluetooth-Service, dann gibt es irgendwas von Java, Java Security Provider Service. Und was wir brauchen, ist aber diese ganz generische Service-Klasse aus dem Paket Android.app. Implementieren Sie da nicht das Falsche, sonst bekommen Sie Probleme. So ein Service, der repräsentiert ja eine zusätzliche Komponente innerhalb unserer Anwendung. Also ist sowas Ähnliches wie eine Activity, so irgendwas Alleinstehendes, nur mit dem Unterschied, dass dieser Service eben nichts mit dem User Interface zu tun hat. Also das ist eine Komponente, die irgendeinen Mehrwert für unsere Anwendung generiert, in unserem Fall diese Möglichkeit, Bilder zu generieren, diese Pixelgrafiken zu generieren, der hat aber nichts mit dem User Interface zu tun. Und der hat gewisse Ähnlichkeiten gegenüber einer Activity oder zu einer Activity. Zum Beispiel haben Services auch so einen Lifecycle. Wenn ich jetzt mal die Methoden implementiere, wird hier automatisch so eine onBind-Methode ergänzt und ich kann zum Beispiel auch weitere Lifecycle-Methoden wie zum Beispiel onCreate überschreiben. Warum zeige ich Ihnen das? Einfach um nochmal zu zeigen oder deutlich zu machen, weil Sie haben sich ja vielleicht die Sachen noch nicht bis heute durchgelesen. Dieser Service, der verhält sich insofern wie die Activity, dass der durch verschiedene Lebenszyklen oder durch verschiedene Lebensstufen wandert. Und genauso wie wir in der Activity an den richtigen Stellen das Richtige tun müssen, also in der OnCreate-Methode vielleicht unser User-Interface initialisieren, in der OnResume-Methode, wenn unsere App wieder in den Vordergrund geholt wird, vielleicht irgendwie den Dateninhalt restoren, müssen wir das auch bei den Services machen. Also auch bei den Services müssen wir, wenn wir solche Komponenten benutzen möchten, an bestimmten Stellen bestimmte Dinge implementieren, damit dieser Service dann seine eigentliche Funktionalität erfüllen kann. Was wir auch machen müssen ist, wenn wir einen Service innerhalb unserer Anwendung verwenden möchten, also wenn wir diesen Generator-Service jetzt irgendwo starten möchten, also so ein Service wird gestartet wie eine Activity, das passiert auch über einen Intent, also Sie sagen, ab jetzt möchte ich gerne diesen Dienst innerhalb meiner Anwendung haben. In unserem Fall werden wir diesen Service mit einer Activity verbinden. Das heißt, wir werden dafür sorgen, dass dieser Service sich an die Activity anhängt und dann so lange aktiv ist, wie die Activity, die ihn gestartet hat, auch aktiv ist. Das nennt man dann Bound Service, der ist gebunden an eine Activity. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie an irgendeiner Stelle so einen Service implementieren und den dann auch in Ihrer App verwenden möchten, dann müssen Sie den im Manifest eintragen. Also hier steht es schon drin, weil ich das, glaube ich, im Startercode schon vorgegeben habe. Aber ich mache es mal ganz deutlich. Wenn Sie diesen Dienst, diesen Generator Service, jetzt wirklich verwenden möchten, dann tragen Sie den hier manuell in das Manifest ein oder es wird automatisch passieren, wenn Sie das Kontextmenü verwendet haben. Wenn Sie das nicht tun, wird genauso wie wenn Sie versuchen, eine Activity zu öffnen, die Sie hier nicht eingetragen haben, dann zur Laufzeit entsprechend einen Fehler ausgelöst werden. Das heißt, jeder Service muss genauso wie eine Activity im Manifest festgehalten werden. Was soll jetzt dieser Service eigentlich tun? Der soll sich mit einer Activity verbinden und soll dieser Activity eine Möglichkeit geben, diese Bilder über diesen Task, den wir gerade eben erstellt haben, zu generieren. Und jetzt müssen wir auf zwei Ebenen arbeiten. Wir müssen einmal diese grundsätzliche Funktionalität in dem Service bereitstellen, das heißt eine Methode anbieten, eine öffentliche, mit dem wir diese Funktionalität nutzen können. Und dann müssen wir uns darum kümmern, dieses Administrative kümmern, uns damit beschäftigen, wie wir diesen Service jetzt tatsächlich mit der Activity verbinden. Das erste ist super einfach. Wir erstellen eine Methode, public void, die heißt generateImage. Der übergeben wir ein GeneratorRequest und die soll dafür sorgen, dass dieses Bild jetzt erstellt wird. Machen uns später darüber Gedanken, wie das Ergebnis irgendwie produziert wird, aber das sollte erstmal kein
großes Problem sein. In dieser Methode wird jetzt der Task erstellt, den wir gerade eben gesehen haben. Und dieser Task, der wird dann ausgeführt über ganz klassische Java-Threading-Mechanismen. Das ist die Funktionalität von dem ganz spezifischen Generator-Service, den wir hier erstellen. Das ist noch nicht irgendwas Android-Spezifisches. Wie wird das Ganze jetzt zu einem Service? Wie verbindet er sich mit einer Activity? Das ist jetzt plain old Java. Und machen wir das einfach mal. Ich erstelle so einen neuen Generator-Task. Da habe ich ja gerade eben lang und breit diese Klasse implementiert. Das ist ein neuer Generator-Task. Der braucht einen Request, damit er weiß, welche Parameter er verwenden möchte. Und dann brauchen wir ja als zweiten Parameter, wenn Sie nochmal in den Konstruktor schauen, so einen Result-Listener, der am Ende das Ergebnis mitgeteilt bekommt. Und den können wir zum Beispiel direkt jetzt hier an der Stelle als Parameter, als so eine anonyme innere Klasse an den Konstruktor von diesem Generator-Task übergeben. Also wir erstellen einen neuen Task mit dem Request, den wir von außen bekommen, und wir lauschen jetzt erstmal innerhalb des Service darauf, dass dieses Bitmap generiert wird. Dann haben wir den Task. Sie erinnern sich, das ist so ein Runnable. Und jetzt muss ich diesen Task ausführen. Und jetzt wird es einmal noch, ich weiß nicht, ob spannend, aber jetzt kurz aufpassen, weil jetzt wechseln wir von dem Thread, in dem dieser Service ausgeführt wird. Und das ist erstmal der UI-Thread. Services haben per se keinen eigenen Thread, sondern die werden halt in dem UI-Thread ausgeführt, in dem sie gestartet werden, in einen anderen Thread. Also hier wechseln wir jetzt quasi diese Ausführungsebene. Und in Java ist das super leicht. Also in Java seit Java 8 ist das Einzige, was Sie tun müssen, ist sich so einen genannten Executor-Service zu holen. Und Sie sagen dem, führ bitte diesen Task aus. Also dieses Runnable übergebe ich dir, kümmere dich bitte darum, dass ein Thread angelegt wird, dass dieser Task dann an diesen Thread übergeben wird und dort dann ausgeführt wird. Also das müssen wir alles gar nicht machen. Wir brauchen nur einen sogenannten Executor-Service. Der führt irgendwas aus. Executor können wir die Variable nennen. Und wir holen uns den über die Utility-Klasse Executors, also mit S quasi Plural, und dann irgendeiner von diesen vielen Utility-Funktionen, die wir uns gleich nochmal kurz anschauen werden, aber für die jetzt erstmal nur relevant ist, wir bekommen hier einen Executor zurück, der einen Thread verwaltet, und wir können diesem Executor Aufgaben geben, Executor, Submit und dann unsere Aufgabe. Und dann wird dieses Runnable, was wir hier als Generator-Task erzeugen, in einem separaten Thread, und zwar in dem Thread, den dieser Executor verwaltet, ausgeführt. Und das war's mit Basics, nebenläufige Programmierung in JavaScript, in Java. Das ist hier das, was wichtig ist. Sie brauchen so einen Executor. Sie sagen diesem Executor, bitte verwalte einen Thread, also kümmere dich darum, dass die Aufgaben, die ich dir jetzt übergebe, in diesem einen Thread, den du zusätzlich zu dem, was ich eh im UI-Thread mache, verwaltest, und dann übergeben sie die Aufgabe. Das muss ein Runnable sein oder ein Callable, was eine Spezialisierung von einem Runnable ist, und dann kümmert sich dieser Executor-Service um den ganzen Rest. Sie können sogar solche Sachen machen, wie diesem Executor sagen, nimm doch mal oder verwalte doch nicht nur einen Thread, sondern verwalte zum Beispiel drei Threads. Und dann erstellen Sie einen neuen Executor, der nicht nur einen Thread hat, sondern der drei Threads hat. Und immer wenn Sie einen Task übergeben, schaut dieser Service nach, gibt es da gerade irgendeinen Thread, der im Moment nicht arbeitet. Und dann übergibt er ihm diese Aufgabe und kümmert sich also selber darum, dass die vielen verschiedenen Dinge, die wir parallel machen möchten, gut auf eine Menge an zusätzlichen Threads verteilt wird. Das nennt man dann so einen Thread-Pool. Und
Das ist eine Sache, die man normalerweise, wenn es das nicht geben würde, selber handeln müsste. Also wenn Sie, weil vielleicht hier 9 Bilder ja theoretisch gleichzeitig angeklickt werden können, für jedes dieser 9 Bilder diese Aktion auch wirklich parallel durchführen lassen möchten, also 9 Threads haben wollen, die Bilder generieren, dann könnten Sie sich über diesen Executor-Service so einen Pool an Threads generieren. Und immer wenn Sie dann eine Aufgabe, so einen Task übergeben, müssen Sie sich gar nicht Gedanken darüber machen, dass es irgendwo einen freien Thread gibt, der diese Aufgabe übernimmt, sondern darum kümmert sich der Executor-Service. Und wenn gerade alle Threads beschäftigt sind, dann wartet der Executor-Service und wenn dann der nächste Thread wieder frei ist, wird dem die neue Aufgabe übergeben. Das heißt, dieses gesamte Handling von diesen Fäden innerhalb Ihrer Anwendung übernimmt dieser Executor-Service. Und anstatt das hier in dieser Generate-Image-Klasse-Methode zu machen, kann ich auch diesem Generator-Service eine Instanzvariable geben. Private Executor-Service Executor-Pool. Und in der OnCreate-Methode sage ich, dieser Service soll doch bitteschön, sagen wir mal, 3 Threads haben. Das heißt, wir können insgesamt 3 Bilder gleichzeitig erstellen. Wenn wir mehrere Aufträge gleichzeitig, mehr als 3 Aufträge gleichzeitig verschicken, dann müssen wir ein bisschen warten. Aber 3 Aufgaben kann dieser Service im Hintergrund gleichzeitig erledigen. Und dann übergeben wir unsere Aufgabe jeweils an diesen Executor-Pool, den wir oben erstellt haben. Und Java kümmert sich um den ganzen Rest. Und natürlich, hier Magic Number wollen wir vielleicht verhindern. Machen wir vielleicht so eine private static final int thread pool size ist gleich 3 und die verwenden wir hier. Also die Idee nochmal ist, wir geben diesem Service, der selber in dem UI-Thread ausgeführt wird, 3 zusätzliche Threads, die der zur Verfügung hat, um diese Aufgaben, die er im Hintergrund ausführen soll, nämlich das Generieren von Bildern, zu handeln. Wenn wir von außen die Aufgabe bekommen, gib mir doch bitte ein Bild, erstellen wir den Task, der ausgeführt am Ende dafür sorgen würde, dass dieses Bitmap generiert wird. Und wir übergeben diesen Auftrag, dieses Runnable an unseren Pool an Threads. Und wenn da gerade einer frei ist, wird die Aufgabe direkt erledigt. Wenn alle blockiert sind, warten wir darauf, bis der erste wieder frei wird. Und damit haben wir diese ganze Nebenläufigkeit tatsächlich schon gehandelt. Wir müssen hier noch das Ergebnis abfangen und das nach außen geben. Aber die Nebenläufigkeit an sich, die ist erledigt. Wie könnten wir das nach außen geben? Auch hier wieder, vielleicht einfach mit einem ganz einfachen Interface. Vielleicht sagen wir, dass dieser Service ein Interface anbietet. Generator Listener mit genau einer Methode, void onResult. Und da geben wir das Bitmap nach außen. Und wenn uns jetzt irgendjemand den Auftrag gibt, ein Bild zu erstellen, dann gibt er nicht nur den Request zurück, sondern sagt auch, hier ist ein Generator-Listener, der würde gerne informiert werden, wenn dieser Auftrag erledigt ist. Und dann sagt der Service, okay, merke ich mir, ich erstelle einen Task, der die eigentliche Bildoperation, das Bauen des Bildes beinhaltet oder abbildet. Ich sage, was für ein Bild erstellt werden soll. Ich registriere mich selber erstmal auf diesem Task, damit ich informiert werde, wenn der Task mit seiner Aufgabe fertig ist. Und wenn er fertig ist, dann sage ich dem Listener, okay, hier ist dein Bild und ich schicke es zurück. Und dann, wenn das alles initialisiert ist, sage ich, Thread Pool, bitte führ diese Aufgabe durch. Das ist der leichte Teil gewesen. Also ich hoffe mal, das kann man auch ohne die Folien so halbwegs verstehen. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch 10 Minuten, um diesen Dienst, diesen Service, tatsächlich mit unserer Activity zu verbinden. Denn jetzt wird es nochmal ein bisschen interessanter.
hier ist diese On-Bind-Methode drin. Und diese On-Bind-Methode, die wird ausgeführt, das ist eine Lifecycle-Methode, wenn sich eine Activity mit diesem Service hier verbindet. Also wenn dieser Service gestartet wird und das eine Activity gemacht hat, weil sie gerne diesen Dienst benutzen möchte, dann wird irgendwann diese Methode hier aufgerufen. Und diese Methode, die gibt zurück irgendetwas und die gibt ein Objekt zurück, was diesen Dienst beschreibt. Dieses iBinder ist wieder ein Interface oder eine Klasse. Und das Objekt, was wir hier zurückgeben, in dem Moment, wo sich dieser Dienst mit einer Activity verbunden hat, das repräsentiert unseren Dienst und soll die anderen Stellen, die sich jetzt mit diesem Dienst verbunden haben, soll es denen ermöglichen, auf diesen Dienst zuzugreifen. Also es ist jetzt ein mehrstufiger Prozess. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns zuerst mal ganz kurz an, wie wir jetzt in der Activity diesen Dienst eigentlich starten. Und dann wird nämlich diese On-Bind-Methode ein bisschen klarer. Gehen wir mal in die Activity. Da habe ich diese init-UI-Methode schon angelegt. Da lege ich jetzt vielleicht eine zweite Methode an. Private void init generator service. Und was ich jetzt nicht machen kann, ich kann nicht einfach diesen Dienst erstellen. Ich kann nicht den nicht einfach als irgendein Objekt instanziieren, sondern ich muss den über den richtigen Weg erstellen, der in Android dafür vorgesehen ist. Und der Weg, der dafür vorgesehen ist, ist ähnlich zu dem, wie wir eine neue Activity starten. Nur, dass wir nicht irgendwie eine andere Activity wechseln, weil ein Service hat ja nichts mit dem User Interface zu tun, sondern wir starten diese Komponente, die zusätzlich jetzt zu der Activity in unserer App dann aktiv sein wird. Das machen wir mit einem Intent. Wir legen einen neuen Intent an. Ich importiere mal schnell die Klasse, damit es ohne Fehlermeldung angezeigt wird. Und ich sage, ich würde gerne einen neuen Intent haben. Und zwar einen Intent, der für diese Activity diesen Service startet. Also generatorService.class. Schaut genauso aus wie das, was Sie bis jetzt auch gemacht haben, um zwischen Activities zu wechseln. Und jetzt starte ich nicht eine Activity, sondern was ich mache ist, ich binde einen Service an mich selber. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein Service funktionieren kann. Der kann komplett für sich stehen, also eine wirklich unabhängige Komponente der Anwendung sein. Und selbst wenn Ihre aktuelle Activity geschlossen wird, kann dieser Service unter Umständen im Hintergrund weiterarbeiten. In unserem Fall macht das wenig Sinn, weil wenn die Activity nicht offen ist, dann werden wahrscheinlich auch keine Aufträge für irgendwie neue Bilder ausgelöst werden, weil diese Aktion ja über das User Interface integriert wird oder ausgelöst wird. Und was wir jetzt tun ist, wir binden diesen Service, diesen Generator Service, an unsere Activity. Und damit sind die beiden Lifecycles auf eine gewisse Art und Weise verbunden. Was heißt, dass wenn die Activity geschlossen wird, auch dieser Service dann beendet wird. Aber solange die Activity da ist, wird auch dieser Service, den wir jetzt starten, aktiv sein und wir können den nutzen. Was machen wir? Wir sagen, bitte starte den Intent. Und jetzt wird es nochmal ganz kurz kompliziert und ich glaube, ich wechsle mal ganz kurz zu dem Whiteboard. Vielleicht macht es das für mich auch ein bisschen leichter, Ihnen das zu erklären. Also einmal noch ganz kurz aufgepasst. Was passiert jetzt? Unsere Activity sagt, bitte starte den Dienst. Dieser Dienst wird jetzt gestartet und Sie erinnern sich, der hat ja so ein Lifecycle. Das heißt, da geht es um onCreate und mit weiteren Lifecycle-Methoden immer so weiter. Und irgendwann geraten wir in die OnBind-Methode. Und in dieser OnBind-Methode haben wir den Zustand erreicht,
an dem dieser Service von einer anderen Activity oder von einer anderen Komponente verwendet werden kann. Und was wir an der Stelle dann machen ist, wir sagen der Activity, der Service ist bereit. Und die Activity, die lauscht auf diese Rückmeldung, der Service ist bereit. Was aber der Service nicht macht, ist, sich selber zurückzugeben und zu sagen, hier bin ich, sondern der gibt so einen Binder zurück. Und das ist eine Klasse oder ein Objekt, was wir selber erstellen müssen und was quasi als Vermittler zwischen dem Dienst und der Activity fungiert. Also wir geben quasi nicht den Dienst zurück und sagen, wir sind bereit, sondern wir geben ein zusätzliches Objekt zurück, ein Proxy oder ein Vermittler, wenn Sie so möchten, der es dann in dem nächsten Schritt der Activity ermöglicht, über diesen Binder auf den eigentlichen Service zuzugreifen. Also ein zweistufiger Prozess. Wir starten den Service, da läuft dann der Lifecycle an, onCreate wird ausgeführt, da erstellen wir unseren Threadpool. Dann sind wir irgendwann so weit, dass wir, weil dieser Service von der Activity über diesen Binding-Mechanismus gestartet worden sind, an der Stelle sind, wo Activity und Service verbunden werden können. Und der Service sagt, okay, ich bin bereit, hier hast du ein Objekt, diesen Binder, mit dem kannst du auf mich zugreifen. Und dann an der Stelle, zu diesem Zeitpunkt, wird die Activity sich dann über diesen Binder eine Referenz auf den Service holen und kann den ab diesem Zeitpunkt nutzen. Das müssen wir jetzt noch implementieren. Dazu erstelle ich zuerst mal in dem Generator-Service, also wir wechseln mal ganz kurz die Klassen wieder, erstelle ich mir in dem Generator-Service erstmal dieses Objekt, diesen Binder, den ich jetzt benutzen möchte, um zu sagen, okay, Service ist fertig oder kann genutzt werden. Das ist eine Klasse, die ich jetzt schreiben muss und die diese Klasse Binder, die von dieser Klasse Binder erben muss. Und das mache ich jetzt auch, weil die sehr nah an diesem Dienst dran ist, in einer neuen inneren Klasse in meiner Service-Klasse. Also genauso wie wir das gerade eben bei diesem Builder gemacht haben, so eine Static-Klasse, Public Static Class, irgendein Name, Local Binder, ist glaube ich was man häufig benutzt, steht zumindest in der Dokumentation manchmal, kann aber irgendwie auch Service Binder, was auch immer heißen. Was wichtig ist, ist, diese Klasse erbt von Binder. Und hier müssen wir jetzt irgendwas implementieren, was es uns ermöglicht, auf den eigentlichen Dienst zuzugreifen. Dieses Objekt hier, dieser Local Binder, das ist dieser Proxy, der zwischen Activity und Service vermittelt. Das heißt, der muss irgendwie der Activity eine Möglichkeit anbieten, den eigentlichen Dienst, den wir hier implementiert haben und der jetzt läuft, zu referenzieren. Also zum Beispiel sowas wie public generator service get service, also eine öffentliche Methode, mit der man aus diesem Binder-Objekt den eigentlichen Dienst auslesen kann. Damit das funktioniert, also damit der Local Binder hier irgendwas zurückzugeben hat, muss er natürlich wissen, für welchen Dienst er jetzt diese Funktion anbietet. Das heißt, sowas wie eine lokale Variable wäre vielleicht nicht schlecht, die im Konstruktor gesetzt wird. Und wenn wir das im Konstruktor gesetzt haben, können wir, wenn diese öffentliche Methode aufgerufen wird, diesen Dienst dann auch entsprechend zurückgeben. Also dieses Objekt macht nicht viel. Das packt einfach nur eine Referenz auf einen Generator-Service in sich rein und ermöglicht es anderen Stellen, die dieses Objekt kennen, auf diesen Dienst zuzugreifen. Also es ist quasi wirklich nur so ein Proxy. Ich greife über diesen Binder auf meinen Dienst zu. Und so ein Objekt erstellen wir uns jetzt, wenn die onBind-Methode aufgerufen wird und übergeben eine Referenz auf uns selber. Also wenn der Service merkt, irgendeine Activity möchte sich mit mir verbinden und ist an dem Zeitpunkt angekommen, wo das tatsächlich passiert,
schickt der einen solchen Local Binder raus, erzeugt den nach diesem Prinzip, was wir hier aufgebaut haben, und wenn dann dieses Objekt hier, also ein Objekt von dieser Klasse hier, in der Activity ankommt, kann die über diese Methode auf den eigentlichen Dienst zugreifen, kann sich das vielleicht in der Variable speichern, diesen Verweis, und dann loslegen und den zur Generierung von Bildern benutzen. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir starten hier diesen in der Activity, jetzt diesen Intent, um den Dienst zu starten, und jetzt müssen wir darauf lauschen, dass uns der Service, der dann gestartet wird, darüber informiert, dass dieses Binding zustande gekommen ist. Moment. Und das machen wir, wie so häufig in Android, indem wir einen Listener implementieren oder eine Klasse implementieren, die jetzt auf diese Antwort von dem Service lauscht. Und das können wir an dieser Stelle hier direkt als zweiten Parameter machen, auch wieder mit so einer anonymen inneren Klasse, beziehungsweise mit einem Objekt, was wir an der Stelle direkt instanziieren. Und das Interface, was wir hier brauchen, also die Struktur von dem Observer, der jetzt auf dieses Verbinden von dem Dienst mit unserer Activity lauscht, heißt Service Connection. Das heißt, wir können an der Stelle eine neue Service Connection erstellen. Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Ah, genau. Wir brauchen noch gleich noch einen zweiten Parameter. Können wir auch direkt hinschreiben, dann haben wir es umgangen. Wir müssen nämlich jetzt noch sagen, auf was für eine Art und Weise dieser Dienst mit unserem mit unserer Activity verbunden werden soll, was da unterschiedliche Modi gibt. Und da gibt es verschiedene Flags oder Konstanten, die alle in der dieser Kontextklasse aufgeführt sind als einfach irgendwelche Integer-Werte. Und bevor wir uns jetzt lange damit aufhalten, nehmen Sie einfach dieses Bind-Auto-Create, was einfach dafür sorgt, dass dieser Dienst, den wir jetzt über diese Bind-Service-Methode starten, automatisch erstellt wird und auch automatisch gebunden wird an die Activity, die das Ganze jetzt über diesen Service, über diese Service-Connection abfängt. Also wir starten unseren Service über einen Intent aus unserer Activity raus. Wir geben irgendwie noch mit, auf was für eine Art und Weise der verbunden werden soll, ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist das hier. Das ist unser Objekt, was uns jetzt mitteilt oder was für uns überwacht, den Zeitpunkt, an dem dieser Service jetzt tatsächlich mit unserer Activity verbunden wird. Und das ist diese Stelle hier, on Service Connected, die uns dann diesen Binder zurückgibt. Das heißt, dieses Objekt, was wir aus dem anderen Service herausgeben, wenn wir dort in der OnBind-Methode ankommen. Und das ist jetzt so ein iBinder einfach nur. Das ist irgendwie irgendetwas, was von Binder erbt. Wir können das casten, wenn wir wollen, zu dem tatsächlichen Local Binder, den wir gerade eben erstellt haben. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir aus diesem generischen iBinder, den uns irgendein Service zurückgeben würde, den Local Binder gemacht haben, den uns der konkrete Generator Service zurückgibt, können wir auf dessen öffentliche Methoden zugreifen und uns zum Beispiel diesen Dienst auslesen und vielleicht in der Activity in einer Instanzvariable uns merken. Dann schreiben wir das an der Stelle hier rein. Was ist daran falsch? Oh, ich habe hier zweimal den gleichen Namen verwendet. Das können wir aber ganz schnell ändern, indem wir die Instanzvariable umbenennen. Problem war hier dieser Parameter, der den gleichen Namen hat. Und jetzt haben wir endlich in unserer Activity den Dienst, den wir brauchen, um unsere kleinen Bilder erstellen zu können. Also jetzt haben wir nach ganz viel hin und her diesen Dienst gestartet. Wir kriegen mit,
wenn der sich an die Activity gebunden hat. Wir speichern uns den und jetzt können wir hier unten, wenn auf den Button geklickt wird, diesen Dienst benutzen, um den Request, den wir hier erstellen, dann auch tatsächlich zu starten. Das heißt, ich kann jetzt auf den Service zugreifen, den ich beim Initialisieren der Anwendung auch unbedingt erstellen sollte. Also diese Methode wurde noch nicht aufgerufen, aber jetzt wird sie aufgerufen. Der Service wird gestartet und an unsere Activity gebunden. Und wenn wir jetzt hier unten irgendwo draufklicken, dann können wir den Request, den wir hier übergeben oder jetzt generieren, aus den jetzt noch nicht vorhandenen UI-Elementen, die wir hier möglicherweise auslesen könnten. Also theoretisch würden wir, wenn hier draufgeklickt wird, schauen, ist der Haken gesetzt, ist der Haken gesetzt, welche Pixeldichte ist ausgewählt, und dann würden wir unseren Request nochmal entsprechend parametrisieren. Machen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir Folgendes. Wir lassen dieses Bild generieren. Als zweiten Parameter brauchen wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, so einen Generator-Listener. Das heißt, hier sollten wir jetzt vielleicht diesen Listener erstellen. Also wir sagen unserem Service jetzt, bitte erfülle diesen Request, wenn wir sind jetzt in der Activity, auf eines dieser Elemente geklickt haben. Der Service führt diesen Request aus in unserem nebenläufigen Thread-Pool. Wenn er damit fertig ist, wird erstmal der Service informiert. Okay, hier ist das Ergebnis. Der Service gibt das weiter an den Listener, der als Parameter an diese GenerateImage-Methode aufgerufen wird. Und dann können wir das, indem wir hier entsprechend wieder so eine innere Klasse übergeben, das abfangen. Und an der Stelle könnte ich jetzt sagen, View, das ist der Image View, der angeklickt worden ist, um das Ganze tatsächlich dann auszulösen. Set Image Bitmap und nimm bitte das Bild, was aus dem Service zurückgegeben worden ist. Das ist jetzt noch nicht hundertprozentig perfekt, aber wir können tatsächlich mal ausprobieren, ob das halbwegs funktioniert. Nicht so wirklich. Okay, Debugging-Zeit wieder. Ah doch, der Delay war drin. Entschuldigung, hatte ich vergessen, dass wir so einen Standard-Delay drin haben. Da wird wahrscheinlich gute Frage, warum das jetzt so ist. Moment, der Delay ist auf 0 gesetzt. In dem Task dürfte hier eigentlich auch nicht sein. Mal schauen, ob das irgendwo anders lag. Okay, ich kann Ihnen sagen, woran der Fehler liegt, wenn Sie noch eine Minute mit aufpassen. Wir sind immer noch in dem ursprünglichen Thread drin. Das heißt, wir führen diese Methode, die jetzt das vom Service generierte Bitmap in dieses Image View einfügen möchte, nicht in dem UI-Thread aus, sondern in dem anderen Thread. Und wenn das der Fall ist, also wenn wir eine Manipulation am User-Interface außerhalb des UI-Threads durchführen, dann dauert es einfach eine Zeit lang, bis diese Information übernommen wird. Im schlimmsten Fall funktioniert es gar nicht, aber jetzt in unserem Fall ist es so, dass es einfach dauern kann, kurz, bis der UI-Thread diese Veränderung, die von woanders ausgeführt worden ist, mitbekommt und dann entsprechend auch das Ganze in dem sichtbaren Teil unserer Anwendung verändert wird. Was Sie machen können, um an solchen Stellen ganz bewusst wieder in diesen UI-Thread, also in den eigentlichen Hauptthread Ihrer Anwendung zurückzukehren, ist zumindest in Activities einfach die Run-on-UI-Thread-Methode aufzurufen. Der übergeben Sie ein neues Runnable, also ein jetzt an dieser Stelle ganz einfach inline definiertes Objekt, was dieses Runnable-Interface implementiert. Und Sie führen dann die Aktion, die Sie auf jeden Fall innerhalb dieses UI-Threads durchführen lassen möchten, in oder über
dieses Runnable in der Run-Methode aus. Und damit sorgen Sie dafür, mit diesem Konstrukt, also mit diesem Aufruf der Run-on-UI-Methode und dem Erzeugen von einem neuen Runnable, dass die Aktion, die jetzt hier in dieser Run-Methode steht, egal von wo die, von welchem Thread die diese umschließende Methode aufgerufen worden ist, auf jeden Fall in dem Main- oder UI-Thread ihrer Anwendung wieder ausgeführt wird. Und dann sollten wir jetzt eigentlich ganz schnell ein schlechtes Ergebnis haben. Das liegt jetzt daran, dass wir die Bildergröße nicht berücksichtigen. Also wir könnten hier noch solche Sachen machen. View.getRis und View.getHigh. Dann würden wir dieses neue Bild, was dabei rauskommt, immer auch genau in den Dimensionen erzeugen, die notwendig sind, um das Bild, das angeklickt worden ist, komplett zu erfüllen. Und dann haben wir, und damit beende ich das Ganze jetzt mal, ich habe viel zu viel überzogen, danke, dass so ein paar Leute tatsächlich sogar noch dran geblieben sind, diese kleine Mini-Funktionalität minus dem Zugriff auf die entsprechenden UI-Elemente jetzt implementiert. Wenn Sie sich nochmal anschauen möchten, wie das komplett fertig ist, ich verlinke später dann noch die Lösung in Anführungsstrichen im Ilias und da können Sie sich dann auch anschauen, wie ich hier diese Inhalte noch ausgelesen habe. Aber grundsätzlich, was Sie mit rausgenommen haben sollten aus dieser längeren Sitzung, ist, dass wir über diese Services erstmal irgendetwas repräsentieren, irgendeine Funktionalität repräsentieren, die außerhalb vom User Interface in unserer Anwendung existiert, aber irgendwas Zentrales und Wichtiges ist, in unserem Fall das Generieren von diesen Bitmaps. Und wir das Eigentliche generieren, das wir in der Task-Klasse abgebildet haben, wenn Sie sich zurückerinnern, dann nicht im Hauptthread ausführen, sondern dafür dann über diesen Service explizit separate Threads benutzen, damit dieses Generieren von dem Bitmap uns nicht dabei stört, die Anwendung sonst weiter zu verwenden. Sie können das mal ein bisschen ausprobieren in der fertigen Lösung. Wenn Sie da diesen Delay benutzen, werden Sie sehen, dass während dieses Bild im Hintergrund generiert wird, Sie ohne Probleme noch weiter Ihre App verwenden können. Und dieser Dialog, vor dem ich ganz am Anfang gewarnt habe, den wir auf jeden Fall vermeiden sollten, der wird nicht auftreten. Das war es jetzt aber tatsächlich. Ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein paar Dinge klarer gemacht und wenige Dinge unklarer gemacht. Und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder, wenn Sie möchten. Denken Sie dran, für die Leute, die dienstags in den Übungen sind, die Übungen fallen dann wahrscheinlich aus, wegen vorlesungsfrei. Und letzter Hinweis, den ich mir erlaube, denken Sie dran, dass es eigentlich eine super Idee wäre, wenn Sie die kleine Studienleistung, die wir Ihnen angeboten haben, dann auch freiwillig erledigen. Das ist auf jeden Fall eine gute Hilfe. Und letzter Hinweis, das, was wir heute gemacht haben, das kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch in dieser kleinen Studienleistung ganz gut benutzen kann, dieses Auslagern von Operationen. Das war's aber. Vielen Dank. Schönes Wochenende, schöne Feiertage. Bis nächste Woche.